Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mit Vergnügen. Ich bin Matze Hirscher und ich treffe mich hier mit KünstlerInnen, UnternehmerInnen und mit schlauen Typen und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mich interessiert, was sie antreibt, was sie inspiriert. Ich will wissen, wie ihr Alltag aussieht. Ich will wissen, warum sie das machen, was sie machen, wie sie das machen. Ich möchte von ihnen lernen, ihr sollt von ihnen lernen und natürlich eine gute Zeit im Hotel Matze haben. Und nun zu meinem heutigen Gast. Warum rauchst du noch? Ja, weil ich süchtig bin einfach. Es ist halt einfach eine schlechte Angewohnheit. Und ich mag eigentlich fast keinen Aspekt mehr daran. Aber irgendwie habe ich momentan auch nicht die Muße und Mental Strength, um aufzuhören. Weiß ich auch nicht. Warum aber die... Ich würde gern, es gibt so drei Kippen am Tag, die wirklich geil sind. Ich würde es am liebsten auf die drei irgendwie reduzieren. Aufstehen? Die erste morgens mit einem Kaffee, dann abends nach dem Essen und eine zur freien Verfügung irgendwann im Laufe des Tages. Ja. Das wäre der Grind, ja. Wieso drehst du die selber? Ich bin mir so angewöhnt. Ich mag irgendwie diese, also früher aus einer Not heraus, einfach mangels Geld. Und seitdem einfach so dran gewöhnt, ich mag das immer nicht, diese vorgedrehten Kippen, die werden immer so schnell heiß und die sind so dick. Kann mir vor, als wenn ich so einen Pimmel im Mund habe. Ja, okay. Kein großer, aber. Ja, ich wollte gerade, also den wollte ich dir jetzt liegen lassen. Naja. Und weißt du noch, wo du deine erste Zigarette geraucht hast? Ja, irgendwo bei mir im Ghetto auf einer Schaukel mit einem Kumpel. Da hat seinem Vater aus der Schublade geklaut, war eklig. Und dann, war wirklich so diese ganze Zeit, wo es schwierig ist, nicht zu rauchen, war ich nicht Raucher. Also meine, so in der Jugend und so, wenn so die Cool Kids hinter der Schule oder so geraucht haben, war für mich gar nicht schwierig, da irgendwie nicht zu rauchen. Ich habe auch danach, hatte auch eine sehr intensive Kifferphase, so 2-3 Jahre, so ein Jahr auch so richtig hardcore, so jeden Tag irgendwie. Mindestens ein Zehner irgendwie verraucht, von früher mal so knapp 2 Gramm. Und selbst da habe ich nicht geraucht, sondern halt immer nur so Mischetabakmäßig. Dann habe ich irgendwann aufgehört zu kiffen, war ganz lange nur Partyraucher, also immer nur, wenn ich Alkohol getrunken habe, geraucht. Und dann glaube ich, ich habe erst so richtig on a daily basis angefangen zu rauchen, glaube ich, so mit 22, 23. Oh. Also auch so unnötig spät, so da war diese ganze Zeit, wie gesagt, wo es irgendwie schwierig ist zu widerstehen, schon geschafft. Mich wundert das aber, dass du, also du hast es ja schon ein paar Mal auch im Podcast gesagt, dieses Aufhören wollen und so weiter, aber ich empfinde dich so von aus der Ferne und Beobachtung und so weiter ja als total willensstark. Ja, täuscht. Täuscht. Okay, sind wir schon fertig. Nee, also bei so manchen Sachen absolut, aber bei manchen Sachen halt auch nicht irgendwie. Also ich weiß es auch nicht, keine Ahnung. Ja. Irgendwann mache ich das bestimmt, aber jetzt gerade, ja, das sind einfach so klassische Ausreden. Mach's irgendwann noch. Und rauchst du auch, weil es dir manchmal nicht gut geht? Also ist das auch so ein, ich brauche jetzt eine Zichte? Nee, das ist ganz viel Gewohnheit, ganz viel jetzt im Lockdown vor allen Dingen Langeweile. Ja. Oder auf Tour so, wenn wir irgendwie, also Touren besteht für mich auch größtenteils ist eigentlich Warten. Ich warte immer auf irgendwas, das ist einfach so eine gute Wartebeschäftigung. Wenn ich jetzt irgendwie super gestresst bin oder sowas, ob ich dann mehr rauche, weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Ist eigentlich relativ konstant. Und halt wenn man mal Alkohol trinkt oder sowas, dann, also da finde ich es auch wirklich irgendwie cool. So, wenn man einfach so sitzt und quatscht und Bier trinkt und dann bei rauchen kann und bla. Ja. Rauchst du zu Hause in deiner Wohnung? Nee. Also ich rauche zu Hause auch nicht in der Wohnung. Balkon dann? Terrasse, ja. Klingt auf jeden Fall besser. Ja, ich habe so viele Balkone. Ich habe unnötig viele Balkone. Ich hab 3 Balkone und eine Terrasse, die komplett um meine Wohnung rumgeht. Und manchmal, ich benutze halt immer nur die Terrasse, weil die auf der Südseite ist und weil man von da den schönsten Blick hat. So, ich wohne im Dachgeschoss. Und manchmal tun mir die anderen Balkone so leid und dann gehe ich manchmal einfach so auf die rauf, damit die auch benutzt werden. Weißt du, ich meine, kennst du das? Ja klar, ja. Wer kennt's nicht? Also hier im Prenzlauer Berg. Ja. Und nee, ich meine, dass du irgendwas benutzt, weil du es sonst nie benutzt, weil es dir irgendwie leid tut, wenn du so komische Empathie mit so Sachen hast. Ah, ich kenne das mit Klamotten. Ja, sowas. Und es ist aber richtig fürchterlich. Ja, man denkt sich dann auch, ja, es hat schon Grund, warum ich selten Grund. Hier stehe oder warum ich das selten anhabe. Ja. Ja. kannst du nackt auf den Balkon gehen? Nackt? Ja. Könnte ich machen, würde ich auch von absehen, weil man das von 3 Straßen einsehen kann. Also es ist, nee, das ist auf so einer Straßenkreuzung
Und man kann es quasi, es ist relativ weitläufig bei mir von mir aus und man kann es von ganz vielen Orten einsehen. Ich habe auch keinen Sichtschutz unten, also weil ich das mag, so ins Offene zu gucken. Also ich kann nicht nackt auf den Balkon gehen. Du wolltest eigentlich, also wir sind ja schon eine ganze Weile am Hin- und Herschreiben, wann wir das hier machen. Und ich habe so ein bisschen, ja, da hat irgendwann gedacht, der war jetzt wirklich gefühlt in allen Podcasts. Jetzt muss er doch auch mal kommen und ich freue mich, dass es endlich geklappt hat. War ich in so vielen Podcasts? Ich weiß es gar nicht, oder? Ja. Echt? Ja. Also es ist, was erstaunlich ist, finde ich, dass du in ganz vielen YouTube- und Podcasts warst, YouTube-Formaten, aber eigentlich so die klassischen Mainstream-Medien eigentlich relativ wenig hast. Also so wenn man so die Google-Suche anschmeißt, die Ecosia-Suche meine ich natürlich, dann ist es auffällig, wie viel eher YouTube und Podcasts sind als die klassische, das große Zeitporträt oder sowas. Mhm. Ist das bewusst? Ja, also viel, am Anfang war es auch viel, dass ich die, sagen wir mal, arrivierteren Medien gar nicht für mich interessiert haben. Ich glaube, das ist auch immer noch viel so. Aber ich, also Fernsehen mag ich einfach nicht und aus dem Fernsehen probiere ich mich weitestgehend fernzuhalten und je mehr ich mir das leisten kann, das zu machen, desto konsequenter ziehe ich das auch durch. Warum? Ich finde Fernsehen scheiße. Also guckst du auch kein Fernsehen? Wenig, aber ich mag einfach, also die Kombination aus Comedy und Fernsehen funktioniert in meinen Augen einfach fast nie, weil die Leute, die Shows produzieren, einfach, die können dann gut Shows produzieren und können gut Sachen organisieren und so bla, aber irgendwie habe ich oft das Gefühl, dass die keine Ahnung haben, wie Humor funktioniert und sich dann einfach immer so Sachen irgendwie vorstellen, so ja, das müsste ja dann extra witzig sein, wenn das und das oder so eine, die wissen einfach nicht, was wichtig ist für ein gutes Set, also für einen guten Auftritt, habe ich das Gefühl. Beziehungsweise die gucken dann mehr darauf, dass die Aufnahme am Ende gut ist und nicht, dass die Show vor Ort gut ist. Einerseits, andererseits ist Fernsehen für mich auch immer sehr viel mit Kompromissen verbunden. Und was so meine Arbeit angeht, mache ich ungerne Kompromisse. Also ich gebe nicht gern aus der Hand, wie Sachen dann am Ende geschnitten werden oder wie die Sachen so bauen und so. Und ja, ansonsten finde ich auch einfach die wenigsten Fernsehshows gut. Also, und dann sehe ich es auch nicht ein, da irgendwie mitzumachen. Und ja, deshalb bin ich nicht viel im Fernsehen. In den Zeitungen, ich glaube, ich war mittlerweile in jeder relevanten Zeitung mal. Aber ich gebe dir recht, wenn man meinen Namen googelt, dann findet man wahrscheinlich viel mehr so. Die bei Steiger sitzen. Ja, genau, so eine Sachen. Die finde ich aber auch meistens spannender. Dann lass uns direkt klären, welche Fragen wollen wir heute nicht stellen? Welche Fragen kannst du nicht mehr hören? Was sag ich dir, wenn es soweit ist? Aber sag's mir bitte wirklich. Ja, klar. Also ich habe das so. Außer ich habe dann vielleicht einen neuen Winkel darauf. Aber hast du Lust, ein bisschen über Comedy zu sprechen? Oder ist das? Nee, klar. Bist du zu weit weg? Nee, Quatsch. Hau raus. Ich habe auch noch andere Themen, aber Comedy, weil ich habe überlegt, wie ich zu Comedy gekommen bin. Eigentlich durch RTL Samstagnacht. Das war eigentlich so mein Zugang und Studio Braun. Kenne ich beides nicht übrigens. Du kennst weder Studio Braun. Also Studio Braun kenne ich auf gar keinen Fall. Also jetzt ist das Koketterie oder kennst du wirklich nicht? Nee, wirklich nicht. Also Samstagnacht, ich bin mir nicht sicher, ob ich das verwechsel mit den Freitagnacht-News oder sowas. Das war glaube ich auch auf RTL, oder? Gab es sowas auch mal? Das weiß ich nicht. Die Doofen, sagt dir das was? Die kenne ich. Ja, das war, weiß nicht, Wiegald Boning sogar? Ja, genau. Ja. Das war so mein... es gibt Menschen, die sind lustig und die erzählen Witze und die verdienen mit Witze machen Geld. So, das war das erste Mal, dass ich das überhaupt irgendwie so realisiert habe. Was war für dich so der erste? Die ersten Berührungspunkte? Ja, mit Comedy. Ohne dass ich daraus irgendwas abgeleitet habe im Sinne von, das will ich auch mal machen oder sowas, habe ich als Kind die Wochenschau habe ich ziemlich gefeiert tatsächlich. Die fand ich witzig mit Ingolf Lück und Anke Engelke und Bastian Pastewka und so. Die habe ich relativ regelmäßig gesehen, weil da lief immer Samstag frühst die Wiederholung und als Kind bin ich immer mega früh aufgewacht einfach. Dann haben wir die immer geguckt morgens. Ich habe auch, ich glaube früher lief Nightwash auch im Fernsehen, mittlerweile ja auch wieder, aber früher auch. Das habe ich auch ab und zu gesehen, das fand ich jetzt nicht zwangsläufig immer lustig oder habe verstanden, was die da machen, aber ich fand irgendwie das Setting irgendwie spannend, dass einfach Leute auf die Bühne gehen und irgendwas erzählen. Quatsch Comedy Club lief damals auch noch auf ProSieben im Fernsehen, das habe ich auch geguckt.
Ja, also das waren so, glaube ich, die ersten Berührungspunkte, aber das hat mich dann nicht so, habe ich dann so als Kind geguckt, habe mich dann aber nicht weiter interessiert und dann rehooked war ich dann, glaube ich, als Chappelle's Show auf MTV lief, weil die fand ich wirklich witzig und da habe ich dann auch das erste Mal so Stand-Up quasi gesehen und das fand ich dann schon cool, aber auch da habe ich da keine Zukunftsperspektiven oder sowas für mich drin gesehen, ich fand es einfach als Konsument irgendwie spannend. Was ist für dich Comedy? Comedy? Mhm. Ja, also erstmal ganz stumpf wirklich Entertainment. Also mich langweilt es immer, wenn Comedians, also ich weiß, dass Comedy und Humor schon eine geile und wichtige Sache ist, gesellschaftlich und so. Können wir vielleicht auch noch drüber sprechen. Aber mich nervt es oder langweilt es immer, wenn Comedians unseren Job so zu hoch hängen oder so da zu viel, ich will Menschen ein Lachen ins Gesicht zaubern. So, nee, das also weißt du, ich meine, oder ich will der Gesellschaft den Spiegel vorhalten. So, das ist, in allererster Linie sind wir alles Entertainer. So, wir machen Witze, wir bringen Leute zum Lachen, das ist unser Job. Also auf einer ganz stumpfen Ebene ist es das, Leute zum Lachen bringen und entertainen. Und im nächsten Moment, finde ich, ist Humor einfach die beste Art, mit allem umzugehen. So, also ich finde, es ist so der gesündeste Umgang mit allen emotionalen, gesellschaftlichen, was auch immer Problemen. So, was jetzt nicht lösungsorientiert ist, sondern was einfach so die Verarbeitung dessen angeht. Weißt du, ich meine? Mhm. Und ich habe immer gern gelacht, habe immer viel gelacht. So, ich war immer witzig, habe mich immer mit Leuten umgeben, die ich witzig fand. Und ja, ich finde einfach, sobald man über irgendwas Witze macht, nimmt es dem ganzen Thema so entweder ein bisschen die Schwere oder bringt so einen Kern von einem Problem ganz gut auf den Punkt. Und dadurch hat es dann auf jeden Fall einen gesellschaftlichen Mehrwert, aber das würde ich immer als zweites nennen auf die Frage, was ist Comedy? So, Comedy ist im ersten Punkt erstmal Entertainment. Und bist du... Verstehe auch gar nicht, warum Leute irgendwie das so als was Unwichtiges empfinden. Also weißt du, ich finde Entertainment ist total wichtig. Absolut. Also wenn alles scheiße ist, dann brauchst du doch nicht noch 700 Formate, die dir nochmal sagen, wie scheiße alles ist. Dann freust du dich doch, wenn du irgendwie die geile Jokes anhören kannst oder irgendeinen geilen Film guckst oder einfach irgendein stumpfes Partymusikalbum hörst, um selber wieder gute Laune zu kriegen. Also was bringt dir das, wenn eh schon alles scheiße ist, dich dann noch rund um die Uhr in diesem Gefühl zu suhlen? So. Und da ist Comedy einfach ein sehr wichtiger Teil von so einer im besten Sinne positiven Ablenkung. Erzählst du Witze? Also ist das, was du, wenn du ein Programm machst wie Hype, betrachtest du das selber als ich erzähle hier, also Witze, wie ich jetzt, wenn ich Musiker wäre, sagen würde, ich spiele hier Songs? Ja, ich mache mir nicht so viel aus diesen Bezeichnungen so. Im Endeffekt sind es Jokes. Das sind jetzt keine klassischen, wie man das aus Deutschland kennt, so Fritzchen geht in die Schule Jokes. Mhm. Aber im Endeffekt erzähle ich irgendwas, was witzig sein soll. Und das ist wahrscheinlich die Definition von einem Witz. Also ja, Jokes. Jokes. Mhm. Jokes, Bits. Also, ja, gibt ja auch verschiedene Arten. Also ein klassischer Witz ist ja eigentlich das, was man in der Comedy-Sprache einen One-Liner nennt. Also einfach eine Line, die ein Joke ist. Ja. Das ist ja so ein klassischer Witz. Mhm. Ich habe mir neulich eine Gucci-Wendejacke gekauft, 2 Jacken zum Preis von 14. So, das ist ein klassischer Witz. Ja. Der nicht klassisch ist, weil von mir ist, aber so ein One-Liner einfach. Oder Johnny Armstrong hat so einen geilen Joke. Wie geht der nochmal? Meine Frau hat 25 Kilo abgenommen, ihr wurde das rechte Bein amputiert. So, das ist ein Witz, weißt du, ich meine. Und ein Bit ist ja quasi eine längere Geschichte, wo es dann immer mal wieder so Punchlines gibt. Ob man es dann insgesamt als Witz bezeichnet, was weiß ich was, aber letzten Endes erzählen wir Sachen, die lustig sein sollen. Also das ist ja das erste Ziel, ne? Dieses soll lustig sein, man soll drüber lachen, es soll unterhalten. Was versuchst du mit deinen Witzen? Also unabhängig davon, also was versuchst du eher etwas aufmerksam zu machen, was du gesehen hast, versuchst du deine Welt zu zeigen? Ja, alles, aber das vergessen wirklich viele Leute und ich verstehe nicht, warum. Die wichtigste Aufgabe von Stand-Up-Comedy ist es, Leute zum Lachen zu bringen. Also darum geht's. Es muss witzig sein. Ja. Inhalt rechtfertigt nicht eine schlechte Form.
Also weißt du, du kannst einen tollen Inhalt haben, aber wenn keiner lacht oder du keine Jokes hast, dann ist es keine Comedy, dann ist es irgendwas, dann ist es ein Vortrag, dann ist es was auch immer, aber es ist dann einfach keine Comedy. Comedy und Stand-up muss witzig sein. Das ist es mit Abstand Wichtigste. Also wenn du mich fragst, was ich auf der Bühne mache, dann ist es Leute zum Lachen bringen. Das ist das oberste Ziel mit weitem Abstand. Im nächsten Moment gibt es natürlich irgendwie so Sachen, wo man vielleicht mit einem guten Joke irgendeinen Denkanstoß setzen kann bei den Leuten oder auf irgendwas Absurdes oder Ekliges hinweisen kann, sei es irgendwas Gesellschaftliches oder wie auch immer. Aber ich würde mich nie hinstellen und so tun, als wenn das irgendwie mein Hauptziel wäre, also warum ich das mache. Ich mache das, um Leute zum Lachen zu bringen. Und jeder Comedian sollte das machen, um Leute zum Lachen zu bringen. Mhm. Also weißt du, es gibt dann so dieses Special von Hannah Gadsby auf Netflix, ja, was dann so mega gefeiert wird aus so einschlägigen Bubbles. Und dann gucke ich mir das an und denke mir so, ja, aber das war kein einziger Witz. Also da war kein Joke bei. Mhm. Sie hat einfach nur geredet über so PC-Themen. Ist ja auch okay, wenn die Sachen ihre Meinung sind, dann ist gut. Aber wobei sie das ja aber auch gesagt hat, dass es keine Comedy-Show ist. Also sie hat das ja sehr, das ist ja, das fand ich das Interessante daran, also weil es so, das ist kein Comedy hier. Ja, klar, aber es wird von Leuten, die es konsumieren, als so eine Art Comedy irgendwie wahrgenommen, weil ja, das Setting ja schon sehr stand-upig, genau, aussieht. So, sie hat ein Mikrofon in der Hand, sie kriegt ein Netflix-Special, was ja auch einfach so ein, ja, mittlerweile wie so ein Stempel einfach ist für eine Comedy-Show. Ja. Also der Rahmen, also it looks like comedy, it smells like comedy, aber ist es nicht, weil es keine Jokes hat mäßig. Wobei ich das, ja, ich fand das spannend bei dem, weil ich habe es mir angeguckt wirklich als so eine, ah, hier jetzt mal was Lustiges gucken, ne, und dann anmachen. Und dann hat mich das so sehr berührt, weil ich was vollkommen anderes erwartet habe. Und so diese Wendung, die das genommen hat, das ist manchmal, keine Ahnung, wie so ein lustiger Film und plötzlich passiert da was, es wird was sehr Trauriges erzählt oder wie auch immer. Und das ist da, also es hat mich von den Comedy-Programmen, die ich so auf Netflix geguckt habe, hat mich das werde ich nicht vergessen, glaube ich. Ja, ja. Aus diesem Grund, weil es damit spielt, ja. Kennst du noch MTV Cribs? Ja. Und MTV Cribs, für die, die es nicht kennen, das war früher so ein altes MTV-Format, da ist ein Kamerateam von MTV zu irgendwelchen, ja, meistens Rappern oder Musikern irgendwie halt in deren vermeintliche Crib gegangen, in deren Zuhause und hat sich angeguckt, wie luxuriös die leben. Ja. Im Nachhinein kam dann raus, dass es auch alles mehr oder weniger gestaged war und die da natürlich nicht gewohnt haben. Aber das war zumindest das Konzept von dem Ding und dann kommst du dann in irgendeinem Palast und hier ist das Zimmer und da unten ist mein Schwimmbad und da ist meine Basketballhalle und hier sind meine 37 Autos. Aber die Folge, die am meisten in Erinnerung blieb, war von Redman. Und Redman hat einfach in einer Zwei-Zimmer-Bude in Brooklyn gewohnt. Die ganze Bude sah aus wie Scheiße. Und in dem anderen Zimmer saß sein Kumpel und hat gekifft. Wow. Also, weil das einfach, das hat halt komplett die Erwartungshaltung gebrochen. Und das ist halt deshalb in Erinnerung geblieben, so mäßig. Jetzt auf das Comedy-Ding mit Hannah Gadsby bezogen. Ich will da jetzt auch gar nicht drüber urteilen, ob das gut oder schlecht ist. Ich sag nur, das ist dann halt keine Comedy im klassischen Sinne, weil Comedy halt einfach Witze braucht, weil sonst ist es halt irgendwas anderes. Und in dem anderen, was es ist, kann es ja dann auch gut sein oder gut gefunden werden. Aber der Gradmesser für Comedy sind Lacher. Ab wann hast du dir denn die Berufsbezeichnung gegeben, Comedian? Ja, das hat tatsächlich ein bisschen, da habe ich echt ein bisschen gehadert mit mir selber, weil Comedy und Comedian in Deutschland so sehr negativ konnotiert sind, finde ich, weil die Generationen vor mir einfach, sagen wir es mal diplomatisch, das so gemacht haben, dass da Leute in meinem Alter und drunter nicht sehr viel von mitnehmen können. Also das ist eher so Erwachsenen Entertainment gewesen, aber nicht jetzt, weil es irgendwie so besonders dirty oder blablabla bla bla war, sondern ja, musst du jetzt also einfach, da ist nichts dabei für jüngere Menschen, so inhaltlich und von der Form und so. Also, und hast du ein Beispiel? You name it. Also jeder. Also außer Olaf Schubert und Thorsten Sträter, die schaffen es noch ganz gut, auch jüngere Leute zum Lachen zu bringen. Die finde ich auch beide wirklich witzig. Ja. Aber jetzt die meisten anderen, ohne jetzt irgendwie das Böse zu meinen, da ist einfach nicht viel dabei für jüngere Leute, finde ich. Und aus diesem Trümmerfeld von Wahrnehmung müssen sich neue Comedians gerade erstmal so rauskämpfen.
Und deshalb ist es mir am Anfang ein bisschen schwer gefallen, mich Comedian zu nennen, weil ich nicht finde, dass ich irgendwas gemeinsam habe mit Ralf Schmitz. Ohne das Böse zu meinen. Aber ich, oder mit Mirja Böß. Wir haben nicht denselben Beruf, finde ich. Mhm. Weißt du, ich meine? Ja. Warte mal kurz, ich muss mal kurz. Und aber dadurch, dass die so groß war, haben die halt quasi das Label Deutsche Comedy geprägt. Ist ja auch okay. Mhm. Aber da fiel es mir halt schwer, mich so dazu zu zählen am Anfang. Und ab wann hast du das gemacht? Ich glaube, ich habe 2015 bei so einem Nachwuchswettbewerb vom Quatsch Comedy Club mitgemacht. Und das ging so über, es ist so ein Wettbewerb, der über ein Jahr läuft. Man muss ein Jahr lang, ist jeden Monat eine Show. Und man muss dreimal unter die besten drei kommen, um sich fürs Jahresfinale zu qualifizieren. Und das habe ich geschafft. Und dann war ich im Jahresfinale. Und als ich das dann gewonnen habe, dachte ich mir, okay, bin ich jetzt einfach Comedian. Ja. Wie ist das organisiert? Also wie ist diese Comedy-Szene organisiert? Also ich kenne das so von der Musik früher, ne? Dann gibt es dann die großen Festivals, da gibt es die Clubshows, da gibt es ganz am Anfang als Band machst du so Nachwuchs-Bandwettbewerbe und so weiter und so fort und hoffst, dass du irgendwas damit vielleicht mal einen Plattenvertrag gewinnst. Schlimm, wenn du einen gewinnst, ja. Und so weiter. Was sind so die wichtigsten also so Treiber, die das so voranbringen? Na, das ändert sich halt gerade total. Also ich weiß gar nicht, wie das früher lief, wo diese ganzen alten Comedians, also diese ganzen Generationen vor uns Comedians, wo die herkamen. Mhm. So, ich glaube, viele von denen kamen eher so aus der Schauspieltheater, Impro-Theater, Musical-Richtung oder so. Und dann waren die irgendwann im Fernsehen. Also wie das lief, weiß ich nicht. Ich selber habe ja quasi auf der Bühne angefangen mit Poetry Slam. Da war ich so 5, 6 Jahre relativ aktiv unterwegs. Hab da dann aber auch schon mich immer mehr so Richtung nur lustiges Zeug und Comedy-mäßiges Zeug halt entwickelt. Ganz kurz zur Zwischenfrage, was ist der Unterschied zwischen Poetry Slam und Comedian? Ja, Poetry Slam ist erstmal, ist einfach nur ein Format quasi, wo es einfach nur die Regeln gibt, Zeitlimit pro Auftritt, das sind meistens so 5, 6 Minuten, Texte müssen selber geschrieben sein und man darf kein Equipment benutzen oder sowas. Aber ob das jetzt lustig, ernst, gereimt, nicht gereimt, also die Form ist egal, es ist quasi einfach nur ein Format. Mhm. Und die einzelnen Leute, die da auftreten, treten in der Regel immer in einem Wettbewerb gegeneinander auf, sprich am Ende gibt es irgendwie einen Gewinner, eine Gewinnerin und that's it. Ja. Und ich war nie Fan irgendwie vom Poetry Slam. Ich fand auch die meisten Beiträge da Schrott. Ist aber auch okay. Aber das Format war halt insofern cool, als dass das damals sehr offen war. Also man konnte da einfach so auftreten. Und also du hast da einfach Bühnenzeit bekommen. Ohne irgendwelche Qualifikationen so. Und diese Comedy-Szene, wie es sie jetzt langsam gibt, die gab es damals noch nicht. Die hat sich erst so in den letzten 4, 5 Jahren in Berlin entwickelt. So diese klassische, wie es auch in den USA ist, so diese Open-Mic-Szene, wo du einfach bei kleinen Shows in Kneipen irgendwie auftrittst, dein Material testest und das machst du 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 Mal die Woche einfach. Und da spielst du halt so dein Material, hoffst, dass irgendwann mal jemand auf dich aufmerksam wird und dann kannst du mal wirst du vielleicht mal irgendwo hingebucht, kriegst mal einen bezahlten Auftritt, dann spielst du irgendwelche Mix-Shows, also irgendwelche Shows, wo einfach 4, 5, 6 Comedians auftreten. Und kriegst dann deine ersten Gagen und dann erspielst du dir so irgendwie so nach und nach dein Publikum, dann bist du vielleicht irgendwann mal im Fernsehen, kriegst vielleicht irgendwann mal einen Spot bei Nightwash, hast ein YouTube-Video, vielleicht geht's viral, also so ist eigentlich so der klassische Weg über die Open Mics. Aber diese Möglichkeit gab's halt damals noch nicht, weil es diese Szene noch nicht gab. Und bei den Open Mics und so bin ich jetzt seit 3 Jahren ziemlich aktiv gewesen. Und dann sind dann Leute, wussten dann irgendwann, ah, das ist der Typ, dann hast du einen Social-Media-Kanal gehabt, also wussten die dann, du trittst dann da und da auf oder? Wie jetzt? Also in welcher Phase sind wir gerade? In der, ich fange an als Poetry Slammer / Comedian. Nee, das ist so das Ding bei Poetry Slam, das Format hatte halt Hype. Also das Label Poetry Slam, das Format hatte Hype. Ja. Sprich, die Leute kommen dahin, weil es ein Poetry Slam ist, die Leute kommen nicht dahin, weil da XYZ auftritt.
Okay. So, also ganz wenige haben das geschafft, so als individuelle Künstlerin, individueller Künstler wahrgenommen zu werden. Julia Engelmann fällt mir so als erster. Ja, Julia ein Engelmann oder was weiß ich, Marc-Uwe Kling oder Patrick Salm, Jan-Philipp Zimny, irgendwann dann auch ich. Aber das waren wirklich wenige. Die meisten Leute im Publikum sind fürs Format gekommen, so. Und das fand ich halt irgendwann auch ein bisschen frustrierend an dem ganzen Grind, dass ich, weil du hast da wirklich teilweise große Shows gespielt, da warst du wirklich irgendwie teilweise vor 1000 Leuten oder so bist aufgetreten, aber die waren halt nicht wegen dir da, sondern die waren wegen dem Format da, so. Es ist sehr, es sind nicht deine Leute, so. Und wie hast du dich davon dann losgelöst, dass die dann... Na, ich hatte das Glück, dass ich, dadurch, dass ich erstmal vom Mensch her ein ganz anderer Schlag Leute war, als die meisten Leute, die da auftreten, weil das halt schon irgendwie so ein Gymnasiasten, Mitteloberschichts, Kleinstadt, Uni, viertes Semester, deutschen Wollklamotten-Ding ist. So. Und du bist mit Unterhemd auf die Bühne. Ja, also ich hatte da einfach nichts mit zu tun. So. Ich bin halt irgendwie so ein Prolet aus Berlin, so aus Neukölln. Ich hatte mit den Leuten da nicht viel am Hut. So. Ich habe da ein paar coole Menschen kennengelernt, mit denen ich auch teilweise immer noch befreundet bin. Ist auch alles gut. Aber so mit den meisten Leuten, da hatte ich nicht viel zu tun. Und die Sachen, die ich auf der Bühne gemacht habe, hatten auch nicht viel mit dem zu tun, was die anderen da auf der Bühne gemacht haben. Und entsprechend bin ich da in irgendeiner Form immer aufgefallen bei den Shows. Ob positiv oder negativ, aber ich bin den Leuten eher im Kopf geblieben als der vierte Typ, der so ist, wie ich gerade beschrieben habe. Ja. Und ich war dann auch einer der ersten aus der Poetry Slam Szene, die irgendwie sich Mühe gegeben haben, sowas wie einen Social Media Auftritt zu haben, damit die Leute, die einen cool finden, einen auch später irgendwie finden. Also du warst dann so ein klassischer Like mich auf Facebook, wenn ihr das gut findet. Ja, so mäßig. Ja. Und da haben früher auch alle ihre Witzchen drüber gemacht und bla bla bla. Oder wenn ich dann irgendwelche, ich habe dann halt probiert, die Social Media Kanäle, dass da auch irgendwas passiert, so. Also dass du nicht einfach nur irgendwie siehst, wo ich in den nächsten 4 Monaten auf welchen wacken Poetry Slams auftrete, sondern dass ich da auch so ein bisschen witzig bin. Also dass ich da auch mal Jokes poste oder irgendwelche Videos oder was auch immer. Und so konnte ich dann die Leute, denen ich dann irgendwie aufgefallen bin in diesem Poetry Slam Kosmos, dann quasi mit auf meine Social Media Seite nehmen und die da dann irgendwie immer mehr an mich binden, so. Dann hatte ich aus dem Poetry Slam Kosmos, jetzt abgesehen von Patrick Salm und Julia Engelmann, immer ganz gut geklickte YouTube-Videos. Und so ging das dann irgendwie so peu à peu, dass ich dann quasi, als ich beim Quatsch Comedy Club war, und dann langsam überlegt habe, vielleicht auch mal eigene Shows zu machen, schon eine ganz kleine, aber eine Fanbase hatte. Aber nun könnte man ja auch sagen, ich bin Felix aus Neukölln, ich gehe zum Poetry Slam und um hier nicht ganz so doll aufzufallen, um da irgendwie so Gefallen zu finden, ziehe ich mir halt auch einen Wollpulli an. Und ich versuche mich so ein bisschen zu unterzumogeln. Wieso bist du da? Ich hatte diese Phase, also ich bin dann irgendwann, als ich aus Neukölln weggezogen bin, war mir das auch alles, ich wollte dann auch wirklich da weg, so, ich hatte auch keinen Bock mehr auf diesen ganzen Grind und habe mir dann auch wirklich so, also die meisten Leute sahen irgendwie scheiße aus, als sie so zwischen 13 und 17 waren, so, aber da war ich fresh, Alter, ich hatte frische Seiten, so Bomberjacke, also ich sah cool aus, ich war cool, war ein cooler Jugendlicher, ich war uncool so zwischen 19 und 22, 23, weil ich da halt dann aus Neukölln weg wollte und ich wollte so komplett weg von diesem Grind, ich wollte nicht mehr so aussehen, ich wollte nicht mehr so reden, ich hatte keine Lust mehr auf diesen ganzen Film, der da dranhängt, so, hab mir die Haare wachsen lassen, hab mir irgendwie Piercings ins Gesicht gehauen, hab mir irgendwie so alternativere Klamotten angezogen, hab angefangen zu studieren, habe Poetry Slam gemacht und habe dann aber irgendwie gemerkt, dass ich, selbst wenn ich so aussehe wie die anderen, trotzdem nicht in diese Gruppe mit aufgenommen werde. Weil, du wolltest aber gerne aufgenommen werden. Ne, nicht so bewusst im Sinne von ich will mit euch befreundet sein, sondern ich wollte einfach, weiß ich nicht, ich wollte nicht mehr Neukölln sein in dem Moment. Und das hat einfach nicht funktioniert, weil für die war ich halt einfach trotzdem noch so ein aufgepumpter Assi. So an der Uni genauso. Also ich habe in Marburg studiert, ist auch so eine... Das wissen die wenigsten eigentlich. Wissen die wenigsten, ja. Aber es ist auch so eine sehr linke Hippie-Uni. Ich habe auch noch Politikwissenschaften studiert, so ich war quasi im Epizentrum. Und da auch, ich habe dann, auch wenn ich irgendwie anders aussah, hat es nicht funktioniert. Und dann, das war auch so ein Teil vom Älterwerden und Erwachsenwerden und über sich selber nachdenken. Irgendwann habe ich dann so für mich selber gelernt, dass ich das gar nicht ausschließe. So, also ich kann, also... Ich bin nun mal aus Berlin, bin nun mal irgendwie halbweise ein Kind aus Neukölln, so.
Es ist halt so, bin halt ein Proll, aber ich habe trotzdem irgendwie studiert und also ich kann meine Widersprüche mittlerweile vereinen, so ich habe nicht mehr das Gefühl, mich da in irgendeiner Form verstellen zu müssen, so. Und ab welchem Punkt war das so? Also weil ich kenne das auch tatsächlich, also diesen so, man lange das Gefühl gehabt, ich muss mich für irgendwas entscheiden, für so A oder B oder das, ja. Und dann irgendwann gesagt, nee, es ist doch irgendwie, ist doch wurscht, also man kann doch irgendwie sein, was man will, so. Aber es hat bei mir auch echt super lange gedauert, bis das so war. Ja. Na, also in Neukölln, früher in meiner Jugend war ich halt einfach so in dem Grind so to the fullest drinne. Also ich war jetzt nicht krass oder kein Gangster, überhaupt nicht, aber ich sah halt so aus, hab so geredet, hab viele Sachen auch einfach so gedacht und bla. Dann im Kontrast dazu war ich dann halt so ein Wannabe-Student, der irgendwie so ein bisschen längere Haare hat und irgendwie so komische Klamotten und so ein Scheiß. Und dann vielleicht so mit, also ich weiß, dass ich in Marburg dann schon wieder angefangen habe ich mir mein Lippenpiercing rausgenommen, auf jeden Fall schon, habe mir wieder selber meine Haare geschnitten, was ich immer gemacht habe. Also es muss irgendwann so 23, 24 mäßig so um die Zeit gewesen sein, wo ich dann wieder angefangen habe, irgendwie klar zu kommen. Ja, das ging ja dann doch schneller. Ja, aber das waren so zwei, drei Jahre. Aber das ist so ein, also was ich so in der Vorbereitung. Und es war auch witzig, weil meine Freunde sind ja dieselben geblieben, so weißt du. Also meine, ich hab mich ja nicht von meinem alten Freundeskreis abgewendet oder sowas. Es war dann trotzdem alles irgendwelche so. Ja. Also die waren weiterhin Stirnacken aus Neukölln und du warst dann aber so, sahst aus wie ein Friedrichshainer, weil du in Friedrichshain gewohnt hast. Ja, genau. Also es waren dann so, mit den Neuköllner Leuten hatte ich eine Zeit lang wirklich nicht so viel zu tun. Aber viele Kumpels, die ich so in der Schule, also in einer anderen Schule kennengelernt habe, waren halt Kubaner so, waren halt so Hip-Hop, kurze Haare, cool, so von der Straße, Hellersdorf, Marzahn-mäßig. Und ich war dann einfach so das, also nur diese Schwarzen oder Schwarzhaarigen und Icke halt so mit meinen blonden Löckchen. Ne? Das sah ich ganz niedlich aus. Na, dem bin ich auch immer noch befreundet, alle. Aber, also das, was sich so durchzieht, finde ich, ist schon, also dieses Ablehnung. Marburg wissen die wenigsten und Abi und nicht ganz aufgenommen werden und dann irgendwann in so einem Gegenmodus zu schalten. Also in so einem jetzt fickt euch Modus. Also fühlt sich das zumindest in der Beobachtung an. Ist das richtig beobachtet? Ja, klar. Also ich mag das schon, Leute zu ärgern oder so jetzt erst rechtmäßig. Aber erstmal eigentlich versuchen wollen mitzukommen. Also ne, also erstmal so. Nee, ich tariere mich halt so aus irgendwie. Und ich habe viele Sachen angefangen und dann wieder aufgehört, wenn sie mir nicht gefallen haben oder so. Ich bin dann auch. Also ich mache das dann auch so. Ich habe Abi erst mit 23 gemacht. Ich habe erst meine Schule komplett verkackt irgendwie, da auf so einer Chaotenschule in einer Gruppestadt. Und dann habe ich irgendwie ein bisschen gejobbt. Dann habe ich irgendwie mit einem alten Kumpel Fachabi nachgeholt, weil der irgendwie meinte, lass mal nochmal zur Schule gehen, war doch witziger als arbeiten. Dann habe ich das gemacht, dann habe ich irgendwie Zivildienst gemacht. Dann habe ich mich irgendwie bequatschen lassen, so eine komische Ausbildung anzufangen. Habe die ein Jahr lang gemacht, habe sie abgebrochen, weil es scheiße war. Habe ein Journalismusstudium an einer privaten Hochschule angefangen, so habe dafür mein ganzes BAföG verpulvert. Habe dann aber auch gemerkt, dass es scheiße war. Und dann habe ich halt mein richtiges Abi erst noch nachgeholt. Also ich habe immer so, ich mache irgendwas, probiere irgendwas, finde es dann scheiße. Und dann beende ich das aber auch konsequent und gucke so, wie ich weiterkomme irgendwie in dem, was ich mir so in dem Moment vorstellen kann, weißt du? Also richtig dazugehören wollte ich, glaube ich, nur einfach, ich wollte irgendwie Student sein. Ich weiß nicht warum. Weil ich bin auch der erste Mensch in meiner Familie mit einem Abitur gewesen. Mittlerweile, also meine beiden Geschwister haben auch Abi gemacht, dann nach mir. Aber ich war so der erste mit einem Abitur in meiner Familie. War so der einzige in meinem Freundeskreis, der irgendwie studiert hat und so. Und ich mochte das schon. Aber wie gesagt, ich habe dann irgendwann gemerkt, so ich gehöre hier zumindest in der Wahrnehmung meiner Kommilitonen eh nicht dazu, so dann brauche ich jetzt auch nicht irgendwie hier irgendwie mich anbiedern oder sowas. Warum war dir das so wichtig? Weiß nicht, ich hatte irgendwie so eine coole Vorstellung davon, weiß aber auch nicht mehr warum. Das war einfach so mein damaliger Grind so. Und aber ist dieses, also das habe ich ja gefragt, die da nicht richtig reinzukommen, ist das so ein Motor von dir? Ich habe in meinem Leben eigentlich bei nichts, was ich gemacht habe, so komplett reingepasst. Also das zieht sich zumindest durch mein Leben.
aber das ist auch okay. Also ich, genau, ich weiß halt mittlerweile, dass es okay ist. Früher wusste ich es vielleicht nicht. Ja. Ich habe vielleicht gebraucht zu wissen, dass es okay ist, dass man nicht überall dazugehören kann oder muss oder einfach, dass ich einfach damit leben muss, dass ich bei manchen Sachen einfach nicht so bin wie die anderen oder dazugehöre. So. Das ist okay. Wie waren deine ersten Shows dann? Also wir sind ja da so ein bisschen abgebogen. Ja, war cool. Also hat mega Spaß gemacht. Ich hab dann halt so bei meiner immer noch Agentin Becky irgendwann gesigned, die dann angefangen hat, mir halt nur Comedy-Auftritte zu vermitteln. Hatte dann irgendwann meine ersten kleinen Solo-Shows in Hamburg und habe dann wirklich gemerkt, okay, es macht so viel mehr Spaß als Poetry Slam. Wie war das? Also du bist dann in, also jetzt ist es ja, jetzt spielst du vor riesigen, also jetzt, du hättest jetzt im letzten Jahr hättest du in der Mercedes-Benz Arena gespielt. Ja. Also es sind ja abertausende Leute, die da kommen, aber wie waren so diese ersten Shows in Hamburg? Ja, es war geil, also es war witzig, es waren so 100 Leute. Und die wussten dann schon von dir, weil du der Poetry Slammer warst, der gesagt hat vorher, liked mich auf Facebook. Ja, genau, also da hatte ich einfach schon so eine ganz kleine Fanbase, hatte ich vielleicht so 3.000-4.000 Follower oder was. Aber es waren dann nicht so viele, aber die waren sehr, also ich konnte die gut mobilisieren. Mhm. Die waren dann auch wirklich da, die fanden es dann wirklich cool, was ich mache. Ja, und so ging es dann irgendwie seinen Weg. Und ich war ja, als ich mein erstes Solo gespielt habe, das war vielleicht so, wann das? Vielleicht so 2016 oder so. Mhm. Zu dem Zeitpunkt stand ich ja schon 7 Jahre lang auf der Bühne, halt über Poetry Slam und so. Und hatte entsprechend auch schon viel Material rumliegen und so. Also ich konnte dann da auch einen Abend füllen und irgendwie mehr oder weniger liefern. So rückblickend war es natürlich alles nicht so geil und noch nicht fertig und so. Aber es hat auf jeden Fall gereicht, um da irgendwie so 90 Minuten so einen Abend voll zu kriegen und irgendwie den Leuten dann eine gute Zeit zu bringen. Und dann wurde es so ganz langsam immer hier noch ein Solo. Dann bin ich mal hier in Berlin, was auch total random ist, für meinen langen Kollegen und Kumpel Till Reiners eingesprungen, weil der im Mehringhof-Theater eigentlich eine Soloshow hätte. Im Heimathafen war das, ne? Nee, das war im Mehringhof-Theater. Ach so, ja. Im Heimathafen war mein erster Auftritt ever. Ah ja, okay. Aber im Mehringhof-Theater war das, da hatte Till eine Soloshow und hatte dann irgendeinen Fernsehtermin oder sowas dazu bekommen oder was auch immer. Er konnte diesen Termin nicht machen und dann hat er den Leuten da vom Mehringhof-Theater vorgeschlagen, ja hier, Felix Lobrecht, der macht jetzt auch irgendwie Soloshows, dann vielleicht kann der mich ja vertreten. Haben die so hin und her überlegt und ein bisschen rumgeeiert, aber haben sich dann doch drauf eingelassen. Dann war das Ding halt irgendwie von einem Tag ausverkauft und dann hatte ich da dann die Show und dann kam so peu à peu immer mehr Solo-Shows dazu. Dann habe ich halt viel so Mix-Shows gemacht, einfach um so ein bisschen Geld zu verdienen und rumzureisen. Hab dann früher halt auch noch ein paar Fernsehsachen gemacht, einfach um bekannter zu werden oder um für die Erfahrung. Oder früher wusste ich auch noch nicht, dass ich das nicht so gut finde. Hab dann viel in Köln so Nightwash und diese ganzen Sachen gemacht. Und da hatte ich dann echt so ein paar Videos, die dann wirklich einfach viral gegangen sind, so meine alten Nightwash-Sets. Und dann wurde das halt einfach immer mehr. Dann kam das auf so verschiedenen Ebenen. So, dann kamen einmal so die Leute, die vielleicht bei irgendwelchen Shows mich live gesehen haben, fanden mich dann cool und haben es ihren Freunden erzählt. Dann hatte ich hier irgendwie noch meine Leute, die mich vom Poetry Slam früher kennen, die auf meinen Social Media Kanälen irgendwie witzig finden, was ich mache. Dann hast du irgendwelche YouTube Videos, die viral gehen, wo dann neue Leute dazukommen. Dann ist es so auf mehreren Ebenen einfach immer weiter gewachsen. Dann irgendwann kam noch mein Podcast Gemischtes Hack dazu, den ich mit Tommy Schmidt habe, der dann auch nach und nach völlig durch die Decke gegangen ist. Dann habe ich noch ein Buch geschrieben, irgendwie was viel Aufmerksamkeit bekommen hat, medial. Und dann ist es auf einmal so exponentiell gewachsen in einem relativ kurzen Zeitraum. Und das waren so Sachen, die alle so parallel liefen, mehr oder weniger. Wie hast du das alles durchgehalten? Ich meine, das ist ja wirklich innerhalb von einer kurzen Zeit so, was auch so viel unterwegs. Also ich meine, die Shows so anguckt, wie viel du pro Jahr gespielt hast, ist ja unglaublich. Und eigentlich auch, wenn man so diese, gerade so das erste Jahr Gemischtes Hack so verfolgt, dann waren das auch, dann habt ihr morgens irgendwann um 6 oder was auch immer, weiß ich nicht mehr, ja, genau, aufgenommen, um das irgendwie durchzuziehen. Und es war eigentlich Ich weiß auch gar nicht mehr. Ich habe das, dadurch, dass es so viel war, auch gar nicht so bewusst erlebt einfach, sondern einfach nur so einfach durchgezogen, mehr oder weniger. Aber ja, wenn ich das so im Rückblick betrachte, so ich war wirklich 4 Jahre lang durchgehend auf Tour, habe so 100, 150 Shows im Jahr mindestens gespielt, habe dann auch einmal die Woche Podcast aufgenommen und
Also das war wirklich, also das war wirklich ein krasses Pensum so. Wie hast du es geschafft? Ich habe es einfach gemacht. Also es hat sich, ja, weiß nicht, ich hatte Bock drauf, ich hatte die Energie. Klar, zwischenzeitlich hatte ich auch mal die totalen Dips und war fertig und so, aber auf der Bühne sind diese Gefühle eh immer weg. Also auf der Bühne habe ich immer Spaß und funktioniere immer. Mhm. So im Sinne von, also da kann ich mich drauf verlassen, wenn ich traurig, verkatert, gestresst, was weiß ich was, you name it bin, ab dem Moment, wo ich auf die Bühne gehe, ist es weg, so dann, das geht. Deshalb hat sich das, also es ging irgendwie. Ich habe natürlich auch immer gute Leute um mich rum gehabt, also mein Bruder ist ja immer noch mein Tourmanager und mittlerweile irgendwie machen wir zusammen eine Klamottenmarke, er macht den YouTube-Kanal und aber, also mein Bruder war immer mit dabei quasi, meine Agentin war immer mit dabei und dann nach und nach ist halt auch die Crew gewachsen, die dann so Sachen auch irgendwann ein bisschen einfacher und effektiver gemacht haben. Also früher bei meiner ersten Tour habe ich ja wirklich da konsequent mehr oder weniger natürlich mit dem Tontechniker von der Venue oder sowas, aber da jedes Mal auch den Ton eingestellt und das Licht eingestellt und dann selber meinen Merch verkauft nach den Shows oder mein Bruder hat das gemacht. Also früher haben wir ja alles noch selber gemacht und je größer und umsatzstärker das Ganze wurde, desto angenehmer konnte man sich das dann auch gestalten. So. Aber du weißt jetzt alles, wie alles funktioniert. Also du kennst halt wirklich, wenn du dir was, also du kennst jeden deiner Schritte eigentlich, oder? Ja. Das ist, also das hat ja einen unglaublichen Wert eigentlich, dass man das so macht, finde ich. Ja, ja. Was mir vorhin noch eingefallen ist zu dem, was auch noch ein wichtiger Schritt war, glaube ich, war, dass ich irgendwann aus der passiven Rolle vom im Rahmen vom Poetry Slam Auftretenden bin ich irgendwann zum Moderator geworden. Ich habe mit meinem jetzigen Fotografen und immer noch guten Freund Marvin Ruppert, der hat auch in Marburg gewohnt, wir waren Nachbarn, der war auch aus dem Poetry Slam Kosmos damals. Mit dem zusammen habe ich dann eigene Shows gemacht. So, wir hatten eine monatliche Lesebühne in Gießen, die hieß Walfeld auf Boot, und in Marburg die Late Night Lesen, später Hund im Gelände hieß die Show. Und die habe ich halt immer mit Marvin zusammen moderiert. Und da, das Moderieren hat sich immer sehr... Moderiert, weil ihr habt dann Leute angesagt, die... Ja, ich habe einfach so durch den Abend geführt. Nee, wir waren eigentlich immer nur zu dritt. Mhm. Aber ich habe halt durch den Abend geführt und habe dann so Sachen gemacht, von denen ich dann später wusste, dass die halt einfach so klassische Comedy-Sachen sind. Also so Crowdwork, mit den Leuten quatschen, so aus dem Moment Entertainment schaffen. Und da habe ich dann so irgendwann gemerkt, dass es voll nervig ist, weil es macht mir so voll Spaß, einfach so frei zu quatschen, mit dem Mikro in der Hand da rumzulaufen, irgendwie die Leute ein bisschen zu verarschen, irgendwas so spontan drauf loszuquatschen. Und das hat mich richtig genervt, dieser Bruch von diesem coolen Modus in meine Texte dann zu gehen, weil das dann auf einmal so was Statisches war, weißt du? Also von so locker flockig auf einmal in so, und jetzt lese ich was vor oder jetzt erzähle ich so Jokes, wo man raushört, das ist alles vorgeschrieben. Und da habe ich mich lang mit beschäftigt, wie ich das schaffe, quasi, dass Moderation und Material fast nicht mehr voneinander zu trennen ist. Also, dass es sich gleich anhört und gleich anfühlt für die Leute. Aber so ist es ja jetzt, wenn du jetzt eine Show machst, dann ist die ja im Grunde choreografiert. Also du hast ja sozusagen, du hast ja deinen Ablauf. Ja. Und die große Kunst ist es ja aber dann so zu tun, als würde es eben nicht choreografiert sein. Genau, das meine ich, weil das macht eine gute Moderation für mich aus, dass sie spontan ist oder spontan rüberkommt und locker und flockig. Und je besser du als Stand-Up-Comedian bist, desto spontaner und locker, flockiger wirken auch deine Jokes, also wirkt dein Material. Ich fand das bei dir interessant, dass die, also das merkt man auch voll krass, wenn man sich meine ersten Nightwash-Auftritte anguckt, wo man genau raushört, wie ich da gerade einfach nur meine Jokes runterbete, mehr oder weniger, ja. Im Kontrast zu, wenn man sich dann jetzt mein letztes Netflix-Special ansieht oder vor allen Dingen aber, wenn man bei irgendwelchen Live-Shows ist. Ich muss mal kurz auf Toilette. Mhm. Es ist ja schon das eine oder andere Mal darüber gesprochen worden, dass du in ärmlicheren Verhältnissen aufgewachsen bist. Mhm. Und was mich verwundert hatte, du hast es, als es mit deiner Comedy abging, auch Angebote gehabt von größeren Firmen. Du hast mal die Summe genannt, 250.000 Euro. Du hast es später eine Million. Später eine Million, genau. Und eigentlich ist doch, wenn man etwas nicht hat, nämlich Geld, ist das ja auch etwas, was man dann, wo man sagt, ah, jetzt könnte ich all das irgendwie lösen. Jetzt könnte ich irgendwie das, was vielleicht früher an Lücken entstanden ist, hier
gehen sie einmal über los und hier ist das Geld. Du hast dich aber davon überhaupt nicht verführen lassen, vielleicht ein hartes Wort, aber irgendwie hast du irgendwie dem Stand gehalten. Warum war dir diese Unabhängigkeit so wichtig? Gut, damals, als ich das erste Angebot bekommen habe, war das schon wirklich ein Hammer, so die Summe. Ja. Aber also da Nein zu sagen. Also ja, aber ist da ja fing es halt gerade an, irgendwie zu laufen. Und da habe ich dann wirklich einfach so auch in Rücksprache mit meinem Bruder und mit Becky und auch meinem Vater und so, aber eigentlich habe ich mir nur meinen eigenen Grind irgendwie nochmal bestätigen lassen. Ich dachte mir halt damals schon, ja, das schaffe ich auch ohne die. Also ich brauche die da, ich krieg das Geld auch ohne die, wenn ich will. Und deshalb war das eigentlich gar keine schwere Entscheidung. Also diese Millionen, die haben wir wirklich so also instantly abgesagt. Ich glaube, diese 250.000 damals, da haben wir vielleicht, haben wir dann am nächsten Morgen abgesagt. Also das stand irgendwie nie zur Debatte und ich fand unabhängig. Warum stand es nie zur Debatte? Entschuldigung. Weil ich mir dachte, ich brauche euch dafür nicht. Also du wolltest ja schon auch damit dein Geld verdienen. Und ja, klar. Aber ich brauche euch nicht, um dieses Geld zu verdienen, im Sinne von, ich schaffe das nur, wenn ich bei euch unterschreibe. So, sind ja auch Firmen, mit denen ich auch zusammenarbeite, projektgebunden. Und da arbeiten auch viele Leute, mit denen ich mich wirklich gut verstehe und die ich jetzt auch wirklich lange kenne, mittlerweile schon, mit denen ich teilweise auch, würde fast sagen, sogar befreundet bin. So. Aber ich wollte nicht in diese Maschinerie rein, weil dafür hatte ich eine zu klare eigene Vision von dem, wie ich das machen will und was ich machen will. Wie war die oder ist die? Ja, einfach kompromisslos meinen Quatsch machen und nichts machen, worauf ich keine Lust habe. So. Und ich habe nicht an diesen klassischen alten Weg mehr geglaubt, also an diesen typischen, der funktioniert auch nicht mehr in meinen Augen. So dieses, ja, du musst einfach nur ins Fernsehen und dann bist du ein Star. So. Also ich, das aber da kommt nicht mehr. Und viel mehr, also jetzt ganz böse gesagt, so viel mehr können einem diese großen Firmen nicht bieten. Die haben halt die krasse Connections und haben teilweise auch geile Shows und so, Live-Shows und so, wo man auftreten kann und wo ich auch gerne auftrete, wenn die mich fragen, wenn es eine coole Sache ist. Aber vor allen Dingen ist deren Ding, die können dich ins Fernsehen bringen, damit du bekannter wirst. Aber ich glaube, das braucht man gar nicht mehr, um irgendwie bekannt zu werden. Aber woher wusstest du das mit, das weißt du ja jetzt, ne? Also jetzt hast du die Erfahrung, aber mit Mitte 20, irgendwie von deinem Buchvorschuss hast du irgendwie noch dir den, was war es, ein Audi oder so gekauft, um irgendwie, und irgendwie so da rumfahren zu können. Woher wusstest du, dass das anders geht als... Das hat sich irgendwie so angefühlt, ich kann das gar nicht so, so klar benennen irgendwie. Ich hatte das Gefühl, so wie ich es gerade mache, auf dem richtigen Weg zu sein. Der dauert dann vielleicht ein bisschen länger oder ist ein bisschen anstrengender oder sowas, aber ich hatte das Gefühl, das ist der richtige Weg. Und dass ich für meine Ziele einfach in diesem Ausmaß, dass ich bei irgendeiner großen Firma unterschreibe, die nicht brauche. So. Mhm. Ja. Du hast mal gesagt, du machst eher Erfolgsanalysen als Fehleranalysen. Nee, ich habe gesagt, dass viele Leute nur das eine oder nur das andere machen. Also viele Leute kennen ihre Schwächen, aber ihre Stärken nicht, so rum. Ah. Mäßig. Also ich mache beides. Ich gucke mir schon an, warum Sachen nicht klappen, aber gucke mir auch an, warum Sachen klappen. Was hast du auf deinem Erfolgsstudium, was hast du dir da angeguckt und was hast du da gelernt? Ach, Also es muss ja gar nicht das eigene sein, ne? Aber es kann ja auch, also so, aber offensichtlich guckst du dir, engineerst du sozusagen auch Erfolge und guckst dir das an, warum etwas funktioniert. Nee, ich würde es jetzt gar nicht so sehr auf mich beziehen. Ich gucke mir viele Interviews von Leuten an oder höre mir mittlerweile auch viele Podcasts an. Früher waren es halt eher Interviews. Und wenn man sich erfolgreiche Leute anguckt, dann haben die alle irgendwie ein, zwei Sachen gemeinsam. Und eine Sache davon ist, dass die alle extrem hart arbeiten. Mhm. Also niemand, der wirklich erfolgreich ist, arbeitet nicht extrem hart. Das geht nicht. Man kann das irgendwie faken, du kannst vielleicht mal einen Hype haben und bist dann vielleicht mal ein Jahr irgendwie so bekannt. Aber wenn du wirklich nachhaltig erfolgreich bist, diese Leute, die das erreicht haben, die sind alle
sehr perfektionistisch, was ihre Arbeit angeht, sehr kompromisslos, was ihre Arbeit angeht und extrem fleißig. Mhm. Und das sind so die Sachen, die man selber beeinflussen kann, glaube ich. Und dann gibt es einfach noch so externe Faktoren, für die kann man nichts. Also jeder Mensch, der irgendwie erfolgreich ist, muss sich selber auch eingestehen, dass er trotz allem, was man selber reingibt, auch immer noch Glück eine maßgebliche Rolle spielt. Glück im weitesten Sinne so. Ja. Welche Leute hast du dir angeguckt? Alle Musiker, die ich cool finde. Alle einfach random durch die Bank, auch irgendwelche Entrepreneurs, irgendwelche viele Musiker vor allen Dingen, weil ich ein absoluter Musikfan bin auch. Von Drake über Dre, über Jimmy Iovine, Elon Musk, sind jetzt gerade nur ein paar, die mir einfallen, aber einfach wirklich erfolgreiche Leute arbeiten viel und sind perfektionistisch. Das ist einfach so, da führt kein Weg dran vorbei. Und das ist das, was dich dann auch dann so 4 Jahre durchpeitschen lässt, weil du weißt, okay, um da hochzukommen, muss ich einfach total durchziehen? Ja, genau, aber jetzt gar nicht mal so aktiv, dass ich das die ganze Zeit im Kopf hatte, so, sondern einfach, wenn es anfängt zu laufen, dann ist das die Konsequenz. Mhm. Wie viel Arbeit und viele Shows und viel Rumreisen und viele Termine. Und wenn man das will, dann muss man das halt auch einfach dann machen. Mhm. So. Auf die Bremse treten kann man dann irgendwann, wenn man sich so einen gewissen Stand erarbeitet hat, dann kann man das alles ein bisschen mehr steuern. Aber am Anfang muss man einfach als Künstlerin oder Künstler die Gelegenheiten nutzen, die einem geboten werden. So. Du hast doch mal gesagt, man muss auch irgendwann als Künstler oder Künstlerin den Moment nutzen, alles auf eine Karte zu setzen. Ja, ich glaube, damals habe ich es wahrscheinlich noch nicht gegendert, aber ja. Wann war das für dich? Wann war der Moment? Ich glaube, als ich mein Studium dann abgebrochen habe, das müsste so, boah, ich habe lang studiert. Ich glaube, ich war 8 Semester in Marburg. Ja, war auch so gut wie fertig. Ich war scheinfrei, glaube ich. Hätte nur noch die Bachelorarbeit schreiben müssen. Aber war dann schon im Kopf eigentlich, oder nicht im Kopf, auch physisch, war da schon die ganze Zeit eigentlich nur noch unterwegs und habe gemerkt, da fing es dann auch langsam an, sich so anzufühlen, als wenn es wirklich mal eine Berufsoption werden könnte und nicht nur irgendwie so eine Nebenbeibeschäftigung, die mir damals mein Studium finanziert hat. Und da habe ich dann gedacht, ja, ich probiere es jetzt einfach so, fertig studieren kann ich immer noch. Ja, das war, ich glaube, das war so 2017 muss es gewesen sein. 16 oder 17. Wie hat Erfolg deinen Inhalt beeinflusst? Naja, insofern, als dass ich probiere, bei meinen Jokes schon immer bei mir zu bleiben und bei meiner Perspektive zu bleiben. Und hat dann dadurch einfach ein paar neue Themen aufgemacht, über die ich vorher halt so nicht hätte reden können, weil ich sie nicht kannte. Aber ich lebe jetzt jetzt ja gerade sowieso nicht wegen Corona, aber auch wenn kein Corona ist, ich lebe jetzt kein Promi-Leben oder sowas. Also ich wohne immer noch am Kotti, so meine ganzen Kumpels, mit denen ich teilweise aufgewachsen bin oder mit denen ich mittlerweile seit 15 Jahren befreundet bin, die haben alle überhaupt nichts mit dem Showbusiness zu tun. Das sind alles so ganz normale Leute. So, meine Familie sind ganz normale Leute. Also mein Leben hat sich, außer dass ich halt viel mehr Geld habe als früher und mir natürlich einfach so ein paar Sachen gönne, auf die ich Bock habe und so. Also es ist alles ein bisschen annehmlicher geworden, aber jetzt abgesehen von so materiellen Sachen hat sich mein Leben eigentlich fast gar nicht verändert. Aber also ich finde im normalen Leben statt. So, ich gehe, wenn alles normal ist, ich gehe jeden Tag alleine raus, einkaufen. Ich hänge nicht in irgendwelchen Promi-Clubs rum. So. Also mache ich alles nicht. Ich meine eher den Inhalt. Also, naja, genau, aber klar, sowas führt ja dann zu einer inhaltlichen Veränderung. Ja, aber du hast ja zum Beispiel, also wenn, ich bin Depeche Mode-Fan zum Beispiel, und wenn die live spielen, die müssen gewisse Songs spielen. Also die müssen I Just Can't Get Enough spielen, die müssen... Das ist ja bei Musik was ganz anderes. Personal Jesus und so weiter. Genau, aber was ich mich gefragt habe, wenn du vor so vielen Leuten spielst, dann ist ja auch... Du meinst, ob ich mehr Kompromisse machen muss inhaltlich? Ja. Habe ich nicht das Gefühl, weil, beziehungsweise ich mache es einfach nicht und es funktioniert auch, so wie ich das mache, indem ich es nicht mache, weil die Leute sind ja überhaupt erst gekommen in the first place, weil ich die Sachen davor so gemacht habe, wie ich sie gemacht habe.
Also es wäre total dumm, jetzt auf einmal irgendwas zu verändern. Mhm. Also sehe ich absolut nicht die Notwendigkeit für. So, man sucht als Künstler immer die Schnittmenge zwischen dem eigenen Geschmack und dem Publikumsgeschmack. Aber ich achte schon darauf, dass ich wirklich konsequent nur in der Schnittmenge bleibe. Also wenn es mir nicht gefällt, dann mache ich es nicht, auch wenn ich weiß, dass es funktionieren würde. Verstehst du, ich meine? Naja, es gibt ja so, also so, als ich die Show gesehen habe, da habe ich so mal so zwei Sachen so rauszunehmen. Mhm. Einmal die Krähe und einmal das Alter. Und ich fand die Krähe sensationell. Ich konnte nicht mehr vor lachen, weil ich so gemerkt habe, das ist so, also super unterhaltend, aber es ist auch mega speziell. Es ist einfach, dieses Bild bleibt auch, das bleibt, haftet so im Kopf. So. Ja. Und das andere über das Alter, da dachte ich, das ist natürlich etwas, womit alle irgendwie relaten können. Also jeder kennt dieses Gefühl, sich zu alt zu fühlen. Ob man jetzt 20 ist, 30, 40, 50, ist immer das. Und auch gerade, wenn der Wechsel stattfindet von der 3 zu 4 und so weiter und so fort. Und da habe ich gedacht, vielleicht ist das auch etwas eher, also das andere ist mir viel mehr in Erinnerung geblieben, als so sehr unique, sehr eigenes Bild sozusagen. Ja. Und das andere ist mir so ein bisschen, es kam mir so ein wenig, wenn ich das so sagen darf, ein bisschen mehr nach Just Can Get In There vor. Also so ein bisschen zu sagen, das ist... Gefälliger mäßig. Ja, genau. Mhm. Ja, aber... Nö, es ist völlig okay. Es sind halt beides Sachen, die mir so passiert sind. Also die Krähe war wirklich in meinem Wohnzimmer, das ist nicht ausgedacht oder sowas. Das ist halt mehr oder weniger 1:1 so passiert. Und dass meine Kumpels, von denen ich jetzt auch schon mehrmals gesprochen habe, um mich herum einfach viel erwachsener im klassischen Sinne geworden sind als ich, ist auch eine Sache, die stimmt und die mich, also die mich beschäftigt, so, weil die halt wirklich auf einmal alle irgendwie anfangen, Kinder zu kriegen und einfach ein ganz anderes Leben leben als ich. Und ich mich dann wieder da manchmal wie ein Alien fühle, so. Also wie gesagt, ist wirklich so eine Sache, die sich durch mein Leben durchzieht. Aber ja, also wie gesagt, ich probiere bei meinen Sachen immer bei mir zu bleiben. Und was an deiner Argumentation nicht so ganz schlüssig ist, ist ja, finde ich, oder an, was heißt Argumentation, aber die Krähe funktioniert ja meistens sogar besser. Glaube ich auch. Also das Gefühl hatte ich auch. Also es ist ja gar nicht so ein... Also bei diesem Älterwerden-Ding, dieses... ich fand es thematisch nur einfach so ein bisschen... Ja, ist das Rad nicht neu erfunden, sehe ich absolut ein. Ist halt einfach eine Wahrheit in meinem Leben, die mich beschäftigt hat. Ich fand ein paar Beispiele daran einfach geil und wollte halt, bin halt irgendwie, also ich hatte erst das Baby-Bit, dass meine Kumpels irgendwie Väter werden und das Baby wegschmeiße und hier rennende Babys und so. Dieses Ding hatte ich und irgendwann guckst du halt auch, wie kommst du dahin? So, ich hatte dieses Baby-Ding hatte ich isoliert, ist mir irgendwann eingefallen oder aufgefallen und dann fand ich irgendwann diesen Satz gut, mit 30 Jahren ist Post nie Good News. Ja. So diese beiden, das waren so Eckpunkt-Jokes einfach. Und irgendwann baust du dir halt dann so die Übergänge, so dass es dann halt irgendwie ein in sich geschlossenes Bit ist. So, so machst du das. Das heißt, du hast so ein. Erst haben wir über diesen One-Liner gesprochen. Das heißt, du hast so einen One-Liner wie den 30-jährigen Post-One-Liner im Grunde. Und dann merkst du, hier ist was. Und dann guckst du, dass du das. Erstens so verschiedene Beobachtungen. So um mich herum kriegen meine Freunde auf einmal Kinder. Und dann habe ich diesen Gedanken, das wäre jetzt mega komisch, einfach so ein Baby auf dem Arm zu haben. Auf der anderen Seite mache ich dann zu Hause meinen Briefkasten auf und sehe 10 Briefe und weiß, keiner davon schenkt mir was. Mhm. Und ja, und dann irgendwann ist es manchmal auch einfach ein bisschen Fleißarbeit zu gucken, wie kann man die Sachen zusammenbauen, also wie baut man sich die Übergänge. Dann fällt dir immer mal wieder irgendwie auf dem Weg dahin so, ich nenne sie immer Unterwegs-Jokes, also so Unterwegs-Witze ein. Sowas wie, jetzt um bei dem Set zu bleiben, das ist auch einer meiner Lieblingsjokes eigentlich aus dem Programm gewesen, dass ich mich nicht so alt fühle, so, fühle mich nicht wie 32. Also es stimmt, es ist faktisch belegt, so, ich bin jetzt kein Flüchtling oder so. Fand ich dann einfach witzig. Also so eine Dinger ergeben sich dann einfach. Mhm. Ja. Aber wie gesagt, ich arbeite immer in der Schnittmenge zwischen Publikum und mir, aber ich würde nie Witze erzählen, die ich nicht lustig finde, nur weil sie dem Publikum wahrscheinlich gefallen würden. Ich meine das auch gar nicht so sehr auf den einzelnen Witz, sondern einfach auch ein bisschen so thematischen. Ja. Ein krasser Unterschied zum Beispiel zwischen Musik und Comedy ist, wenn du den Witz kennst, kennst du den Witz. So den,
Ja. Also keiner wünscht sich den Witz nochmal, den er schon kennt. Aber alle wünschen sich von ihrer Lieblingsband oder von ihrem Lieblingsrapper den Hit. Ja, das habe ich auch erst wirklich durch dich gelernt jetzt gerade, so diesen, dieses Programm, dass das vorher nicht online ist, dass das erst online ist, wenn im Grunde alles gegessen ist. Das war mir überhaupt nie bewusst, aber... Das machen auch viele in Deutschland nicht so, aber das ist offensichtlich der bessere Weg. Ja, auf jeden Fall. Das Schwierige ist, als Newcomer-Comedian ist halt... Da musst, und das war auch ein Problem, was ich auch wirklich hatte, und das hat jeder, und da gibt's auch, führt auch keinen Weg dran vorbei so richtig. Mit deinem ersten Programm musst du bekannt werden und Geld verdienen. Mhm. Und das ist schwierig, weil du wirst bekannter, indem du einfach Sachen im Internet machst oder im Fernsehen. Ja. Und dann nimmst du halt in Kauf, dass die Leute diesen Joke schon kennen, wenn sie über dieses Set auf dich aufmerksam geworden sind und zu deinen Shows kommen. Mhm. Und das war bei meinem ersten Programm Kenne ich irgendwann wirklich ein Problem, weil du da wirklich gemerkt hast, okay, alle Sachen, die noch nicht kennen, killen hier gerade. Und dann kommt irgendwie Chibo, so ein millionenfach geklicktes Video, was jeder kennt, wegen dem wahrscheinlich auch viele überhaupt erst gekommen sind. Und dann merkst du so richtig, wie die Stimmung abflacht, weil die Leute das einfach jetzt schon kennen. Ach so, das merkst du richtig? Das merkt man richtig. Früher war ich ganz oft bei Olaf Schubert und ich habe mich eigentlich dann immer so über, also bei seinem Krippenspiel, was er immer gemacht hat. Und ich habe mich immer auch so über die Klasse, also über diese, was er ja auch bei Gemischtes Hack so super macht, immer wieder so. Callbacks und Insider und so. Genau. Also ich habe, das hat mir immer sehr gut, also es war so, ich fühlte mich auch selber, genau, ich fühlte mich so ein bisschen auch gut. Ah, ich kannte, kenne ich ja schon vom letzten Jahr. Aber es muss dann noch mehr kommen. Also bei diesem Chibo-Ding zum Beispiel, das war glaube ich, so mit einer meiner bekanntesten Bits von früher. Da habe ich dann darauf geachtet, dass ich noch was dazu schreibe. Mhm. Also, dass es einfach nicht eins zu eins das ist, was sie aus dem Internet kennen, sondern dass es danach noch 4 Minuten weitergeht, was man halt nicht kennt. Und bei der Musik aber das ist halt dann die Extended Version, die Live Version. Der Director's Cut, ja. Und irgendwann hast du im Optimalfall halt diese Luxusposition, dass du mit deinem neuen Material nicht noch irgendwie bekannt werden musst, sondern dein altes Material ist deine Werbung für das Neue. Ja. Und das war halt bei Hype so geil, weil bei Hype halt wirklich keine, also 2 Jahre lang keine Sekunde von dem Material irgendwo online ist. Das gab es nur live. Also es war immer für alle komplett neu. Mhm. Und das war halt einfach total geil. Und ich merke das auch an mir selber. So, kennst du vielleicht auch, wenn du irgendwie, wie gesagt, ich bin sehr musikaffin irgendwie. Mich nervt es auch, wenn eine Promophase von einem Rapper oder sowas, wenn die da zu viele Singles schon raushauen. Total. Also wenn du 8 Singles schon kennst von dem Album und dann kommt es raus und 13 drauf, dann denke ich mir, also das nervt mich. So, vielleicht hier und da mal ein Teaser oder sowas oder mal so B-Material einfach mal so raushauen, das ist schon okay. Aber das, was wirklich drin ist, das werde ich nicht irgendwo im Internet oder so spielen. Ich mag jetzt ja gerade so wirklich diese morgen kommt das Album und dann ist es plötzlich da. Das ist mega geil, ja. Also sowas finde ich irgendwie, weil das erwischt dich so, also es ist so wie so direkte Klaps sozusagen ins Gesicht und dann ist natürlich die Freude und oder ob das ein Buch ist oder irgendwas. Und das andere ist für mich, also wenn es einzelne Tracks gibt, finde ich auch cool, aber wenn es ein Album ist, mag ich auch überhaupt nicht mehr diese 5, 6 Songs und dann kommt das ist irgendwie, das sind ja meistens dann eh auch die besten Songs, dann ist dann vielleicht auch ein cooles Intro und das war's, deswegen. Ja, diese klassischen, ja gut, also, Streaming hat Musik sowieso schon sehr verändert, das Musikgame, aber ja, zu viel Spoilern finde ich auch nicht geil und genau wie du sagst, Alter, also, das ist halt auch so ein Ding, das kann man sich erst ab einem gewissen Punkt leisten, aber so auf einmal aus der Kalten zu sagen, buff, neue Tour-Tickets jetzt online, finde ich mega geil. Ja. Oder hier ist mein neues Album, viel Spaß. Ja. Ohne alles, aus der Kalten, mega geil. Ja. Riecht gut. Freue ich mich auf dein neues Buch. Ja. Also es sind 2 Sachen, die in deinem Hype-Programm drin sind. Einmal geht es um das Thema Geld und es fängt an mit den Behindertenparkplätzen. Ja. Und das finde also, im Netflix-Special fängt es an. Netflix-Special, in der echten Show war es eigentlich so Anfang der zweiten Hälfte. Okay. Und das finde ich, ist so ein, hat für mich so Comedy nochmal so gezeigt. Das eine ist ja, also für eigentlich ist ja gute Comedy, zumindest für mich, ist irgendwie, dass jemand sich sehr, sehr gut über Dinge aufregen kann. Ja, voll. Also so, keine Ahnung,
schon fast gereizt ist davon. Also das ist, und das finde ich, kommt in diesem Behindertenparkplatz Bit, wie du sagen würdest, sehr gut rüber, diese Reizbarkeit. Und das andere Thema, was ist, ist das Thema Geld, wo es, ich krieg den Satz, du kriegst ihn besser zusammen als ich, mit mehr Geld hat man weniger Probleme, irgendwie so ein, wie geht der Satz? Kennt ihr den Spruch, more money, more problems? Stimmt nicht. Genau, ja. Und das ist ja eigentlich, steht sich das ja genauso gegenüber. Je mehr Geld du hast, desto mehr kannst du ja deine Reiz, die Sachen, die dich reizen, eigentlich beheben. Also, und eigentlich ist ja Comedy more problems. Also ich habe ein Problem, ich bin gereizt, toll. Ja. Und Geld sozusagen ist ja eigentlich dafür da, die Probleme wegzumachen. Und das fand ich... Ja, aber Comedy ist ja nicht nur Problem. Also auch aus positiven Sachen ergeben sich ja absurde Sachen. So, also weißt du, ich meine? Ja, aber ja, natürlich auch. Aber trotzdem ist dieses Aufregen, Jerry Seinfeld hat das mal gesagt. Er sagte irgendwie, das größte Problem war halt irgendwann, dass ich reich geworden bin, aber ich habe mir es weggebracht, indem ich eine Familie gegründet habe. Ah ja, und dadurch sozusagen. Ja, also das war, weswegen ich vorher noch so weit ausgeholt habe, als du mich gefragt hast, ob sich meine Inhalte verändert haben mit mehr Publikum. Und mehr Publikum korreliert ja auch einfach mit mehr Geld. Und deshalb meinte ich, dass ich eigentlich immer noch ein sehr normales Leben führe, nur halt mit so ein paar Annehmlichkeiten, die ich mir halt einfach gönne. Damit das eben nicht der Fall ist, damit ich eben nicht irgendwie inhaltlich zu weit weg bin von mir selber oder vom Leben der Leute im Publikum. Verstehst du? Das spannt so ein bisschen den Bogen so. Aber du sagst auch am Ende auf diesem Netflix-Special-Hype, dass du Angst hast, das zu verlieren. Ja, klar. Und was hast du Angst zu verlieren? Den ganzen Grind so. Also einfach das zu machen, was ich über alles liebe und davon leben zu können. Also mir macht mein Job ja sehr viel Spaß. Also ich habe Angst davor, diese Möglichkeiten, die ich jetzt gerade habe, zu verlieren. Hast du wirklich diese Angst? Mal mehr, mal weniger. Als ich es geschrieben hatte, war es sehr akut. Warum? Weil ich da gerade so ein bisschen Hype hatte mit meinem ersten Programm und das zweite irgendwie angekündigt war. Das habe ich ja auch Hype genannt, dann deswegen. Und ich einfach das Gefühl hatte, jetzt entscheidet sich, ob das jetzt weitergeht oder nicht. Weil es ist eine Erwartungshaltung da, es sind für damalige Verhältnisse viele Leute da, die darauf warten und es ist ein Druck da, dass es gut werden muss. Und wenn es nicht gut wird, dann ist dieser ganze Traum jetzt hier wieder vorbei. So. Ja. Und das war halt, das ist eine Facette von einer Verlustangst. So, das hat mich sehr unter Druck gesetzt. Also die Zeit, wo ich Hype geschrieben habe, das war keine angenehme Zeit. Das waren 4 Monate, wo ich wirklich sehr viel gezweifelt habe, sehr viel Druck gespürt habe, extrem viel aufgetreten bin in Berlin bei den kleinen Open Mics. Und wo du dein Material ja sammelst. Wo man das Material halt sich erspielt, so probt und weiter dran arbeitet und so weiter. Und ich war sehr, sehr aufgeregt. Bei der Premiere in Berlin im Admiralspalast war das. Und deshalb war das irgendwie so ein cooler, also fand ich ein schönes Ende. Und das kommt auch immer mal wieder auf. Also das kennst du ja bestimmt von dir selber. So ist man so richtig selbstbewusst und gut drauf und stabil, mental, physisch, psychisch, wie auch immer. Und mal fühlt man sich halt so ein bisschen verletzlicher oder irgendwas fühlt sich dann komisch an. Und dann sind diese, das sind ja dann meistens irrationale Ängste, dann halt viel stärker so. Also es ist immer mal so. Dann gab es zwischendurch noch eine Zeit, wo ich irgendwie mich zu tief in diesen ganzen Woke Political Correctness Quatsch da reingelesen habe oder wo ich das zu sehr verfolgt habe, was auch einfach das dann manchmal wieder befeuert, so muss man sich dann aktiv von frei machen. Also das war schon ein sehr ehrliches Statement am Ende, so es war jetzt nicht irgendwie gestaged, um irgendwie da jetzt nochmal Sympathiepunkte zu gewinnen. Im Gegenteil, also eigentlich hörst du bei Comedy
und fängst immer mit einem starken Set an und hörst eigentlich mit dem stärksten Set close du. Also du hörst, also ich probiere, wenn ich so kurze Auftritte mache oder generell irgendwie ein Bit abschließe, du probierst immer auf den größten Lacher aufzuhören. Und darauf habe ich ja bei Hype mehr oder weniger bewusst verzichtet. Ja, das macht es auch total stark, finde ich. Ich finde auch, dass das ist gut gewirkt. Das war tatsächlich, ich weiß nicht, ob du kennst, Kollege von mir, Ingmar Stadelmann. Also vom Namen her, ja. Er ist auch Comedian. Und dem habe ich damals so Tryouts gezeigt und habe ihm dann gesagt, dass ich das am Ende irgendwie sagen will. Und ich weiß aber nicht, wie ich dann nochmal den Bogen spanne. Und er meinte dann, ja, lass es doch einfach so. Mhm. Also spann doch nicht mehr den Bogen, lass es einfach so stehen. Und dann dachte ich mir, ja, das kann man mal probieren eigentlich. Ja. Ist das für dich was, also es war offensichtlich was Besonderes, aber es ist ja auch so ein, es macht ja sehr weit auf, auch was so die, was so den Gefühls, den Zweifler so zeigt, den man ja sonst eigentlich, also so finde ich, gar nicht so sehr sieht. Deswegen kommt das auch, hat das nicht. Effektvoller, ja. Ja. Also ist das, brauchte das Überwindung? Am Anfang auf jeden Fall. Aber je länger ich den Job mache und je besser ich einfach auch geworden bin auf der Bühne, desto weniger schwer fällt mir das auch wirklich, ehrlich zu sein. Also ich habe nicht mehr so diesen krassen Anspruch wie früher, so unantastbar oder nur cool zu wirken, so, also wirken zu müssen mäßig. Ja. Also das hat wahrscheinlich auch einfach was mit Erwachsenwerden zu tun. So. Also ich finde das auch okay. Ich finde es nervig, wenn Leute auf die Tränendrüse drücken als Stilmittel, ja, also als für Klatscher, für Applaus. Das finde ich fürchterlich. Aber wenn es ehrlich ist und nuanciert, dann finde ich es gut. Das haben ja auch große Comedians, haben das auch immer. Also Louis C.K. hat auch immer diese total düsteren, traurigen Momente. Dave Chappelle hat immer so diese sehr nachdenklichen, ernsten Momente. Bill Burr hat das. Mhm. Also alle Comedians, die ich selber gut finde, haben das auch. Und ich mag auch Jokes, die mehr als eine Ebene ansprechen. Also wie gesagt, das Ziel ist immer, die Leute sollen lachen. Aber ich find's geil, wenn es gleichzeitig mehrere Emotionen anspricht. Also wenn es irgendwie noch mit irgendwas anderem einhergeht. So, also deshalb mochte ich zum Beispiel auch diese Jokes über die Behindertenparkplätze total, weil das einerseits einfach funny ist, so die Leute lachen darüber. Andererseits ist es natürlich auch ein bisschen eklig, dass man so denkt oder dass man sich vielleicht dabei ertappt fühlt oder generell, dass man gerade darüber lacht. Also ich fand das total provokant. Also ich fand's gut. Mhm. Ich fand's ultra provokant. Das ist krass. Ich verstehe gar nicht, warum ausgerechnet das so provokant gefunden wird. Weil es so ein, du bist ja auch bekannt mit Raul. Ja. Und das sind so, wir haben irgendwann bei Mitvergnügen mal eine Liste gehabt. Raul Krauthausen übrigens. Raul Krauthausen, genau. Eine Liste gehabt, wo man in Berlin Sex haben kann draußen. Mhm. Und eine Empfehlung war die Behindertentoilette in der Gemäldegalerie. Mhm. Und glaube ich irgendwie so, also Behindertentoilette auf jeden Fall. Und weiß ich nicht, kann man das bringen oder nicht? Und ich habe Raul gefragt, also, können wir den bringen oder nicht? Ich meine, auf jeden Fall, na klar. Ja, klar. Wir haben aber richtig viel auf den Deckel bekommen dafür. Also, ne, dass wir den Behinderten die Toilette dann wegnehmen für Sex und so weiter. Also so, dass wir das auch noch empfehlen und so weiter und so fort. Das war richtig. Und ich war aber die ganze Zeit da, ach Gott sei Dank, habe ich vorher Raul gefragt, der findet das alles okay, dann können wir das machen. Mhm. Aber deswegen, ich kenne so. Das ist aber auch so ein Irrglaube, dass einer betroffenen Gruppe irgendwie für alle sprechen kann. Das ist natürlich auch Blödsinn. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Und deswegen fand ich das provokant, weil sich natürlich, also du hast es ja auch schon anklingen lassen, Cancel Culture und das in dieser Zeit, das Special ist Ende letzten Jahres rausgekommen, zu einer Hochzeit von Wokeness, Cancel Culture und also ich habe es auch extra an Anfang geschnitten, deswegen. Das habe ich mir schon gedacht, dass das jetzt nicht. Es war, wie gesagt, in der Live-Show war es erst zweite Hälfte, irgendwann so ab 40 Minuten, ab Minute 50 oder so. Und das ist dann wiederum aber auch dann doch der Lobrechtsche, fickt euch alle Finger. Ja, klar. Ärgern. Nee, aber wirklich jetzt mal inhaltlich, also ich verstehe schon natürlich, dass es irgendwie sehr edgy oder vielleicht auch, wenn man es missverstehen will, eklig daherkommt, aber ich finde halt, wenn man wirklich zuhört, ist erstmal ganz klar, gegen wen diese Witze schießen. Gegen einerseits uns gegen uns selbst, gegen mich vor allen Dingen, weil ich sage ja, ich bin manchmal so eklig und denke mir das. Also nur für den Kontext,
im Wesentlichen sage ich, dass ich mich über Behindertenparkplätze aufrege. So, und ich glaube, dass jeder gesunde Mensch, der mal einen Parkplatz sucht, sich schon mal einfach schon mal diesen Gedanken hatte, wenn er einfach ewig einen Parkplatz sucht und keinen findet und dann sieht er einen, ach, Behindertenparkplatz, so mäßig. Das ist dann okay, Alter. Das ist Comedy. Weißt du, was ich meine? Aber du hattest ja trotzdem, hast du auch gesagt, als wir über die Verlustangst gesprochen haben, dass das, was Druck gemacht hat, auch Cancel Culture ist. Ich weiß nicht, ob man es Cancel Culture. Ich weiß schon, was du meinst. Also, natürlich ist es komisch, als Comedian zu beobachten, wie manche Leute so durchs Internet gejagt werden für irgendwelche Jokes, die sie gemacht haben. Wo ganz klar ist, dass es Jokes sind. So. Oder auch teilweise bei Kevin Hart, ja, 10 Jahre ja, alt sind. Und ja, genau. Also die halt einerseits meistens völlig aus dem Kontext gerissen werden, andererseits schlimmstmöglich interpretiert werden und was weiß ich was. Also diese ganzen Mechanismen, die da so dahinter stecken, die einfach nicht differenzieren zwischen Kunst und Comedy auf der einen Seite und einer beispielsweise politischen Rede, ja, oder sowas. Also die einfach alles nach demselben Maßstab bewerten wollen. So. Aber wenn man dann teilweise das so sieht, wie da, und ich habe das auch oft genug am eigenen Leib erlebt, wie dann einfach so eine unbekannte Masse auf einmal auf einen so einhatet, das ist natürlich unangenehm. So, und es fühlt sich in dem Moment sehr viel und sehr präsent und sehr gefährlich an. Aber es ist nur Internet, also es ist nicht real. Also ich hatte wirklich viele Shitstorms wegen allem Möglichen, so auch aus allen politischen Lagern. Und was ich wirklich für mich gelernt habe, ist, wenn wieder so ein Shitstorm am Laufen ist, dann zwinge ich mich einfach rauszugehen. Mhm. Und dann laufe ich durch Kreuzberg und werde alle 3 Minuten angequatscht, nach einem Foto gefragt oder irgendjemand ruft mir zu, ey Felix, so. Und dann merke ich alles, ach krass, das ist alles gar nicht echt, weil das ist echt. Mhm. Also weißt du, mich hat noch nie jemand auf der Straße blöd angemacht, wegen irgendwas. Mhm. Also natürlich früher in meiner Jugend viel und so, aber es kam noch nie jemand auf mich zu und hat mich was beschimpft. Also nie. Das ist einfach nicht echt. Und das sind einfach so Sachen, von denen man sich aktiv freimachen muss. Das sind aber auch so Sachen, die muss man erst lernen. Weil ich habe die, ja, weil das erklärt dir keiner, dass das so ist. Das ist so learning by erleben. Oh. Also ich meine. Aber hast du jetzt, also wenn du hast. Ich habe dann irgendwann auch Twitter gelöscht. Das, genau, wollte ich gerade fragen. Das ist die beste Empfehlung, also kann ich allen empfehlen, löscht Twitter, es ist nur Müll, so, es bringt nichts, da ist nur Negativität unterwegs. Aber kannst du auch so sein und so selbstbewusst jetzt auch in dem Moment sein, weil du weißt, okay, das hat jetzt auch funktioniert, die Angst, die ich vorhin hatte, die hat sich in Luft aufgelöst, weil ich habe irgendwie, ich bin noch größer geworden, es ist noch erfolgreicher. Die hat sich nicht in Luft aufgelöst, die ist immer noch da. Okay. Die ist mal weniger, mal mehr, mal weniger akut und mit der Zeit lernt man mit Ängsten umzugehen, weil man sie kennt. Mhm. Aber als ich das erste Mal hatte, war es sehr viel. Aber mittlerweile kann ich das alles ein bisschen besser einordnen, sowohl diese kann besser mit dem Druck und einer Erwartungshaltung umgehen einerseits, andererseits kann ich auch mittlerweile besser mit Hate umgehen, weil ich das einfach jetzt so ein paar Mal miterlebt habe und gelernt habe und weiß, also ich weiß es besser einzuordnen und ich weiß einfach sehr genau, was ich mache und dass das richtig ist, so wie ich das mache. Das kann man dann gut oder scheiße finden, das steht eben frei, aber ich weiß, dass ich das für mich richtig mache, was ich mache. Was würdest du sagen? Und mir tut es immer weh, wenn ich Comedians einknicken sehe. Das tut mir richtig leid immer. Wann hast du das beobachtet? Zuletzt? Andauernd in letzter Zeit. Ja. Also wenn dann wirklich Leute anfangen, entweder sich in so einem vorauseilenden Gehorsam gegenüber so einem Internet-Mob einfach so, einfach dann so immer zahmer werden oder bloß nicht irgendwie mal anecken oder mal übers Ziel hinausschießen, sondern so, halt so sehr decent alle sind. Einerseits oder andererseits, wenn Comedians anfangen, sich für jeden Scheiß zu entschuldigen, nur weil irgendwelche Leute wütend auf sie sind, wo ich mir denke, also natürlich kann man sich entschuldigen, wenn man einen Fehler gemacht hat, aber wenn du keinen Fehler gemacht hast, dann entschuldige dich doch nicht. Also nur um irgendwelchen Leuten zu gefallen, das finde ich unglaublich, dass Leute sich da so wie so erpressen lassen. Weißt du, wie ich meine? Also dann so zurückrudern oder halt gar nicht erst rausfahren, um an dem Bild zu bleiben. So. Ja, aber das ist, wenn wir über Angst sprechen, ich glaube, es ist
egal wie man aufgewachsen ist, es gibt eine sehr verbreitete Angst vor Ablehnung. Ja, klar. Und das ist ja das, einerseits Ablehnung und das Ganze nochmal gepaart mit so einem, man wird in eine Ecke gestellt. Ja. Und das ist ja etwas, was, wenn mir jemand sagt, keine Ahnung, mir hat mal jemand vorgeworfen, ich würde durch Nationalmief warten. Und da habe ich gesagt, durch Nationalstolz, Mief durchlaufen. So. Mhm. Warum? Der Kontext? Der Kontext ist, ich habe früher Musik gemacht und wir haben darüber geschrieben, wie dass das eine Zeile zitiert von Rudy Guthrie, das ist mein Land, das sind meine Menschen. Mhm. Also das sind die Dinge, die man versteht, sozusagen. Mhm. Das ist ein bisschen her. Aber ich habe gedacht, ey Alter, ich war einer von zwei Nicht-Nazis in meinem Dorf. Mhm. Also in der Jugend. Also oder Neonazis. Also wir sind weggelaufen und haben viel gemacht, sozusagen, um dem zu bestehen. Und wenn dann jemand sagt, ich war total angegriffen, merke ich jetzt, dann direkt wieder ein bisschen hitzig. Ja, ich das ist, dass diese in eine Ecke zu stellen, dass das wahnsinnig, dass das einen sehr ärgern kann, wenn man genau weiß. Ja, total, mir juckt's, wenn ich diese Sachen lese, weil die auch teilweise einfach wirklich so böswillig oder so bewusst falsch ausgelegt oder entkontextualisiert sind. Mhm. Da juckt's mir natürlich in den Fingern, aber ich nicht drauf reagieren. Einfach, also wirklich sich mit sich selber irgendwie im Klaren sein, so habe ich da einen Fehler gemacht oder nicht. Mhm. Und wenn man wirklich aus Überzeugung denkt, nein, dann scheiß drauf. Also scheiß drauf. Dann, also. Und was halt das Ding ist, an deiner Analyse so, ich weiß genau, was du meinst, die Leute haben Angst vor sozialer Ausgrenzung oder vor Ablehnung. Das Ding ist, das ist keine soziale Ausgrenzung und Ablehnung. Das sind Geister, das ist Internet. Das deswegen ist nicht, meinst du auch mal rausgehen. Ja, das ist nicht echt. Ja. Das sind 500 Accounts. Du weißt ja nicht mal, wer das ist. Also es sind einfach so Geister. Das ist so, also sich so, das ist keine echte Ablehnung und keine echte Ausgrenzung. Das sind fremde Menschen im Internet, denen einfach why so ever eine Plattform gegeben wurde. Also das ist nicht echt. Hast du das Gefühl, dass das auch eine Form der Überheblichkeit ist? Was meinst du? Dieses Moralische, was da auch mitspielt. Das ist einfach, das sind auch Leute, die irgendwo dazugehören wollen. Und dann ist es jetzt gerade das, Leute tragen Wokeness ja auch wie so ein Accessoire gerade. Weißt du, wie ich meine? Also das ist wie so ein It-Piece. Das ist halt gerade irgendwie en vogue, woke zu sein. Und dann ist die Frage, wie lang man das dann ist und bla bla bla, so. Aber wenn man dir zum Beispiel... Es ist auf jeden Fall, es hat sehr oft was von oben herab. Es ist dann doch ein sehr elitäres Ding. Es ist so Mittelschicht aufwärts, zumindest in Deutschland würde ich beobachten. Es ist in Deutschland mit der vast majority ein weißes Phänomen. Mhm. Also es sind fast alles irgendwelche Kleinstadt-Oberschichtsdeutschen Kiddies. Mhm. So, also es sind alles Leute, die mindestens Abi haben in der Regel, die alle irgendwie studieren. Also das ist jetzt nichts irgendwie... Es ist jetzt keine Bewegung von unten oder sowas. Also weißt du, was ich meine? Das ist was sehr Elitäres und Blödsinniges. Wenn man dir oder Tommy... Und die tun halt so, als wenn Kampf gegen Rassismus deren Ding ist. Und man muss es so machen oder man ist auf der anderen Seite. Und das glaube ich halt nicht. Also die können nicht einfach so Sachen hijacken. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also die machen sich das ein bisschen zu einfach. Die immunisieren jede Kritik gegen sich selber irgendwie damit, dass sie dir dann vorwerfen, du bist das Gegenteil. Also du bist dann, wenn du uns nicht cool findest, dann bist du ein Nazi, so übertrieben gesagt. Oder wenn du Nazis kritisierst, ja, wenn du uns nicht cool findest, dann bist du das Schlimmstmögliche auf links. Mhm. Ja. Wenn man dir oder auch, also auch der Tommy, also dem gemischten Hack, wenn man den vorwirft, sie wären sexistisch. Mhm. Was macht das? Das ist die Frage, die ich nie stellen darf. Was macht das mit dir? Aber ich stelle sie trotzdem. Eigentlich egal, ehrlich gesagt. Ja? Ja. Also lass die Leute doch, also sie können mir ja alles vorwerfen, so. Mhm. Ist mir wirklich egal. Was sieht man dir auch an? Also ist mir wirklich egal, weil. Wer mich missverstehen will, dem biete ich genügend Angriffsfläche dafür, das ist mir klar. Wenn man mich scheiße finden will und Sachen missverstehen will, die ich sage, dann findet man da garantiert was. Das macht es nicht mehr wahr. Aber
Also das kann man schon machen. Also. Felix, ich muss mal kurz pinkeln. Ja, mach das. Du musst eine rauchen unbedingt. Ja, unbedingt. Eine Friseurin kommt gleich kurz zu mir Haare schneiden um 17 Uhr. Wenn du Bock hast, kann ich danach nochmal herkommen. Wir machen weiter. Ja. Also, bevor wir jetzt hier aufhören. Also ich hätte tatsächlich noch ein bisschen, ich hab noch so zwei, drei. Ja, also von mir aus können wir gerne noch weiter quatschen. Ist das cool? Ja, klar. Ja, das ist mir auch noch nie passiert, dass ein Gast zwischendrin einfach mal zum Friseur muss. Kann ich aber natürlich nachvollziehen in der aktuellen Lage, wenn da der Friseur nach Hause kommt und es die Möglichkeit gibt, dann will man das auf jeden Fall jetzt auch machen. Sehr, sehr besonders auf jeden Fall. Aber was an der Stelle auch deutlich wird, er hätte das Gespräch eigentlich jetzt auch beenden können. Wir hätten einfach noch 10 Minuten weitergequatscht, den Kahn schön nach Hause gefahren. Aber hier sieht man auch seinen Arbeitseifer, seine Perfektion. Wenn Felix Lobrecht etwas macht, dann will er es auch richtig machen. Und ja, das haben wir gemacht. 2 Stunden später ist er dann wieder aufgetaucht, hat geklopft, hat sich wieder hier reingesetzt, eine Zigarette gedreht und dann haben wir weitergequatscht. Und das könnt ihr euch jetzt anhören. Felix, schön, dass du wieder da bist. Welcome back. Ja, wir haben... Ich habe noch nie eine Podcast-Aufnahme unterbrochen, aber wir uns so verquatscht haben, habe ich völlig die Zeit aus den Augen verloren und völlig vergessen, dass ich... noch einen Termin hatte. Ja, wir können auch ruhig sagen, was es für ein Termin war. Achso, ja, meine Friseurin ist zu mir gekommen. Ja, das ist nämlich, das war auch das erste Mal, es ist schon mal passiert, dass eine Podcast-Aufnahme unterbrochen wurde und dann 2 Tage später weiterging. Mhm. Aber noch nie kam der Gast mit einer neuen Frisur sozusagen zurück. Ah, oder ja. Eine kürzeren Frisur. Ja, das ist der Grind. Was ist eigentlich? Ich habe mir früher mal selber die Haare geschnitten. Kann ich auch immer noch, aber ja, das ging jetzt nicht. Ich ärgere mich ein bisschen, dass wir nicht am Anfang gesagt haben, dass es ein Trink-Podcast ist. Also ich trinke keinen Alkohol, aber man könnte zum Beispiel, man hätte ein Trinkspiel draus machen können, jedes Mal, wenn du Grind sagst. Ah, ich glaube, ja. Da wären die Leute jetzt richtig blau. Ah, hab ich auf Grind gesagt. Ja. Warum ist das gerade dein Wort? Weiß ich nicht, ist irgendwie so, ich wüsste nicht mal was, ich wüsste gar nicht, wie man es übersetzt und wüsste auch gar nicht, was so ein deutsches Äquivalent dazu wäre. Modus vielleicht. Und ist das ein Wort, was du gerade oft gehört hast? Ich glaube, das ist auch schon wieder voll out, das Wort, aber irgendwie beschreibt es viele Sachen so gut. Kennst du es nicht, wenn so manche Sachen dann so eine Zeit lang irgendwas gut beschreiben? Ja. Ja, also ich glaube, so wie Modus. Jetzt bist du auf jeden Fall im Grind. Jetzt bin ich wieder im Grind, Podcast Grind. Wir waren stehen geblieben vor Jahren bei dem Thema Ärger machen und Ärgern. Also dass du gerne ärgerst. Manchmal. Manchmal. Wir haben ja eh schon einen Cut gemacht. Ich würde und haben es schon ein bisschen angesprochen. Ja. Haben es ein bisschen angesprochen. Werd gleich direkt nervös. Frauen im Comedy-Bereich. Ja, Katastrophe. Ja, krass. Richtig Absturz, sowas. Oh nein, nein. Meine Frage, glaubst du, dass Frauen im Comedy-Bereich die gleichen Chancen haben, wie du sie hattest? Ich rede auch direkt langsamer. Ja. Ich kann es natürlich nicht beurteilen so richtig. Ich würde mir wünschen, dass sie es haben, auf jeden Fall. Also so viel kann ich schon mal sagen. Ich würde mir auch mehr Frauen in der Comedy-Szene generell wünschen. Ob die Tatsache, dass es mehr männliche Comedians als weibliche in Deutschland gibt, damit zu tun hat, dass es viel schwerer für Frauen ist in der Branche, oder ob sie damit zusammenhängt, dass vielleicht auch in the first place viel weniger Frauen einfach Interesse daran haben, Comedy zu machen, kann ich nicht beurteilen. Ich kann mir vorstellen, dass es ein Mix aus beidem ist. Weißt du, wie ich meine? Also ich glaube, es gibt, also potenziell gibt es weniger Frauen, die überhaupt von sich aus ein Interesse daran haben, Comedy zu machen, und das korreliert dann vielleicht noch, oder das, und zusätzlich zu dem haben Frauen es wahrscheinlich auch noch ein bisschen schwerer in der Szene mäßig. Also glaubst du, dass die Chancengleichheit nicht da ist? Nicht nur aufgrund von der Anzahl, die Lust haben, sondern eben auch... Ich kann es nicht beurteilen, ich bin keine Frau so. Mhm. Aber du bist ja in der Comedy-Szene total drin. Also du bist ja wirklich, also du hast das ja auch, hast es ja studiert und beobachtest es ja auch. Also was mir eben aufgefallen ist, das ist,
Also wenn es um Comedy geht, Frauen in der Comedy-Szene, dann geht es um Caroline Kebekus, dann geht es um Hesel Brugger. Tané, dann geht es um, ja, also Katrin Bauerfein, weiß ich nicht, ob man das so richtig dazu, also ist jetzt, finde ich jetzt auch keine Comedian unbedingt, aber lustige Frau, Herrengedeck. Aber ansonsten ist das irgendwie eine relativ, also wenn man es vergleicht. Ja, ich weiß es nicht, also ich kann es dir nicht sagen. Vielleicht ist es schwieriger, interessieren sich von vornherein weniger Frauen für Comedy, vielleicht interessieren sich von vornherein weniger Frauen für Comedy, weil es wenige Frauen in der Comedy gibt, die Vorbild sein können. Ich habe keine Ahnung. Also was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass die vast majority, 90% aller Agenten, aller Booker, auch in den großen Firmen und sowas in der Comedy-Szene, das sind alles Frauen. So, also meine Agentin ist eine Frau, die Agentin von fast allen großen Comedians in Deutschland sind Frauen, fast alle Shows werden gebucht von Frauen. Und wie sieht es aber dann wenn es um Fernsehen geht oder die großen Shows, sind die Entscheider dann auch Frauen? Ich habe keine Ahnung. Weißt du nicht, okay. Aber so, also das, was ich miterlebe, sind da, also da sind diese Gatekeeper eher Frauen als Männer. So. Interessant. Und machst du irgendwas, um das auszugleichen? Also ich bin, ja, ich probiere halt einfach, also was auf jeden Fall ein Grund sein könnte, warum es Frauen irgendwie nerviger haben in der Szene, ist wahrscheinlich einfach, dadurch, dass es weniger Frauen gibt, ist es wahrscheinlich auch nervig, wenn du eine von zwei Frauen bist mit 8 Männern bei einer Show. Mhm. So, und Männer können eklig sein und Männer sind auch teilweise eklig, so, das ist mir völlig klar. Also ich probiere halt einfach nicht eklig zu sein. So, ansonsten bin ich für Newcomer-Comedians, die weiblich sind, genauso immer ansprechbar wie für Newcomer-Comedians, die männlich sind. So, wenn irgendwelche Leute Fragen haben, helfe ich allen immer gerne, wenn sie irgendwie nett sind, mäßig. Bei Stand-Up 44 sind jetzt 4 Jungs, Männer. Ja, wir sind 4 Männer. Wird sich das noch ändern? Ja, ich habe eine Frau, die im Sommer bei uns unterschreiben wird, aber jetzt auch nicht, weil ich irgendwie das Gefühl habe, wir müssen irgendeine Quote erfüllen oder ich will irgendwie hier, was weiß ich was, sondern die ist halt einfach mega witzig. Also ich stelle mir ja keine Crew zusammen, um irgendwelchen Diversitätskriterien zu entsprechen, sondern einfach, ich nehme die Leute, die ich für am lustigsten halte. Ja, also bei der Crew, also was bei deinem, wenn man sich deine Firma so anguckt, dann merkt man ja schon, dass es sehr divers ist. Also so, du bist halt nicht die typische Kartoffelfirma sozusagen. Ja? Nein, also, mein Bruder und ich sind die einzigen Deutschen. Ja, genau. Also das ist meine Agentin Becky. Ja. Das ist ein großer Unterschied zu vielen anderen. Aber da habe ich schon das Gefühl, dass du dich um Diversität schon auch sehr... Nee, aber nicht der Diversität willen. Das sind einfach meine Freunde oder die Leute, die den Job am besten machen oder die ich am lustigsten finde. Das ist keine auf dem Reißbrett geplante, ich brauche eine Schwarze, ich brauche eine Asiatin, ich brauche einen Iraner, ich brauche einen Syrer, ich brauche einen russischen Juden, ich brauche noch eine türkische Frau. Das ist es nicht. Ich nehme die Leute, die am besten für den Job sind und mit denen ich mich gut verstehe oder mit denen ich befreundet bin. Und so kommt dann halt so eine Truppe zusammen. Da steckt keine Planung hinter. Ich wäre auch mit Stand Up 44 auf Tour gegangen, wenn es 4 weiße Männer gewesen wären. Mhm. Das hättest du nicht komisch gefunden? Nee, wenn das die lustigsten sind. Und wir haben vorhin schon drüber gesprochen, die Währung von Comedy ist lustig. Ja. Aber die sind nun mal die lustigsten und mit denen bin ich befreundet. So, was soll ich machen? Wir haben erst schon so ein bisschen auch über... Wie siehst du das denn? Also Im Endeffekt geht es bei Comedy-Shows geht es darum, am Ende die bestmögliche Show zu machen. Dieser ganze Zirkus, da geht es darum, dass die Leute, die im Publikum sitzen, den bestmöglichen Abend haben. Weil nur dafür machen wir den ganzen Quatsch, ja. Ja, ich glaube, es ist auf jeden Fall viel komplizierter, als man so denkt, dass man jetzt einfach sagen könnte, ja, jetzt hier Tür auf und jetzt ist es 50-50. Ich glaube, dass man viel, viel eher ansetzen muss, weil das fängt schon damit an, wie wir aufwachsen. Wer laut ist, wer leise ist. Ich habe einen 8-jährigen Sohn. Ich merke schon, wie, wenn ich auf dem Spielplatz bin, wie da immer noch, wenn ein Junge hinfällt, der Vater sagt, jetzt reiß dich zusammen. Mhm. Und also wie sozusagen schon sehr, sehr früh Rollenbilder irgendwie vermittelt werden. Und dass
ich erlebe das hier bei Hotel Matze, wenn ich Bookings mache, dann, wenn ich 10 Männer frage, kommen 8 davon, wenn ich 10 Frauen frage, kommt eine Frau davon. Einfach weil sie bei Frauen, die sagen dann auch gerne mal, ich war doch letztes Jahr schon in einem Podcast. Und da gibt es ganz viele Frauen, die dann aber auch sehr präsent sind und die sehr viel im Podcast sind. Also das ist dann, wenn eine bereit ist sozusagen, da viel mehr zu machen, dann, ist das auch gleich eine Frau, die ganz in ganz, ganz vielen Podcasts ist. Und es scheint mir eher was auch zu sein, was sehr früh schon angelegt ist. Also diesen zu sagen, ich gehe auf eine Bühne und erzähle jetzt mal hier einen Witz. Also ich kenne das Thema Klassenclown immer nur in Bezug auf Jungs. Also ich Das Thema ist, ich verstehe voll, was du meinst, und es ist einfach so, auch so eine leidige Diskussion auf eine Art. Also es gibt da so radikale Konstruktivisten, die sagen, alles ist gesellschaftlich anerzogen. So, also jedes typisch männlich, typisch weibliche Verhalten ist nur gesellschaftlich konstruiert und anerzogen und wird so reproduziert, bla. Ich glaube, es ist eine Mischung. Ich glaube, dass es auf jeden Fall einfach so Charaktereigenschaften gibt, die eher bei Männern oder eher bei Frauen vorkommen. Und dass sowas dann noch verstärkt wird durch Erziehung und gesellschaftlichen Bla. So, aber es ist ein bisschen, also es ist, wie du sagst, es ist nicht so einfach. Also ich habe für mich so ein bisschen, was so den Podcast betrifft, also mir wurde das auch vorgeworfen, dass ich eine, also ein Ungleichgewicht habe. Und ich merke einfach, ich muss dann einfach tatsächlich eben viel, viel mehr Frauen anfragen. Also ich muss mir diese, Arbeit machen. So, und ich muss mich, ich habe das auch gemerkt, als ich so mein Kindle angeguckt habe, was sind das für Bücher, die ich da lese? Und 80% sind von männlichen Autoren. Und da bewusst auch zu sagen, ich wechsle das ab, ich lese, also so, ich hab mich nicht angesprochen gefühlt per se erstmal von Margret Stokowski. Das hat mich erstmal, da habe ich nicht gedacht, ah, das ist jetzt was für mich untenrum frei. Und dann, dann zu sagen, doch, ich lese das jetzt. Und so versuche ich dem auch einfach so ein, und ich bin in unserer Redaktion gefragt und dann gesagt, ich empfehle mir mal ein paar weibliche Gäste, also Künstlerinnen, Wissenschaftlerinnen und so weiter und so fort. Und da gab es eine Riesenliste und ich habe wirklich die Hälfte der Frauen noch nie von den Namen gehört. Und daran habe ich schon gemerkt, okay, das ist schon auch mein eigener Bias. Ja, und das, also wir haben erst auch schon gesprochen über Podcaster, über Comedians, und das sind, also bei dir auch, genauso wie bei mir, das will ich mich überhaupt nicht von frei machen. Das sind die männlichen Podcaster bei mir, Joe Rogan, Tim Ferriss, Dax Shepard, die ich gerne höre. Also die erstmal so natürlich bei mir in meinen Player gelandet sind. Ja. Und bei dir waren es Dave Chappelle, Bill Burr, genauso. Ne? Also sind auch eher... Aber auch Sarah Silverman. Also ich nenne eigentlich immer die vier als meine Lieblingscomedians. Ja, klar, aber weiß ich nicht, was soll ich dazu sagen? Also ich bin bei dem Thema wie bei allen anderen Themen immer für absolute Chancengleichheit und absolute Gleichberechtigung entlang aller Diskriminierungsdimensionen. So, ich würde mir mehr Frauen in der Comedy-Szene wünschen, aber einfach nur aus der bloßen Tatsache, dass es weniger Frauen als Männer in der Comedy-Szene, nur aus dieser Tatsache abzulesen, dass es zu 100% daran liegt, dass irgendwelche ekligen Männer von oben versuchen, die zu drücken oder nicht reinzulassen. Das ist mir ein bisschen unterkomplex und einfach. Und ich glaube, das ist, das sehe ich genauso. Also das ist nur das, also ich glaube, das geht, das hatten wir ja schon, ne? So ein bisschen, das fängt viel früher an, wann bist du, was machst du, wer bist du, wie wirst du gesehen, welche Rolle wirst du als Junge, als Mädchen? Ja, oder vielleicht auch, was bringst du von dir aus schon mit? Also Jungs sind meistens tendenziell kompetitiver oder aggressiver oder lauter. Das sind halt alles Eigenschaften, die dir halt im Showbusiness helfen. Mit welchem Männlichkeitsbild bist du aufgewachsen? Ja, mit einem sehr neuköllnigen, würde ich sagen. Also so einem relativ prolligen, machomäßigen, auf Stärke basierendem Männlichkeitsbild. Hat sich dann irgendwann im Abgleich mit der Realität halt irgendwo eingepegelt so. Ich habe auch in Marburg studiert und da ist eine sehr linke Universität.
und Politikwissenschaften studiert und da in Marburg ist auch Kritik der Geschlechterverhältnisse ein Pflichtmodul, das müssen alle machen im ersten Semester. Und das war halt krass, weil ich bin dann quasi mit meinem Neukölln-Bild irgendwie dann an die Uni gekommen, was halt das komplette Gegenteil davon war. Und letzten Endes hat sich dann irgendwo so auf der Hälfte eingepegelt. Also ich habe weder das eine noch das andere irgendwie komplett gekauft, sondern mir immer die Sachen genommen, die mich überzeugen, die in meiner Wahrnehmung von der Realität irgendwie funktionieren oder wirklich so sind. Und ja, aber aufgewachsen bin ich mit einem ganz klassischen, weiß nicht. Den neuen Freund von deiner Ex-Freundin musst du boxen, Männlichkeitsbild. So. Und war das, also wenn wir bei dem Bild bleiben, auf dem Spielplatz hinfallen als Kind, war das, konntest du heulen und sagen, aua Papa oder aua? Boah, das weiß ich nicht mehr. Also was bei mir vielleicht noch ein bisschen was Besonderes ist, so ich bin halt ohne Mutter aufgewachsen, so ich hatte keine Frau in meinem Haushalt, so, also hatte eine kleine Schwester, die ist 4 Jahre jünger als ich, aber ich bin ohne Frau aufgewachsen, so ich hatte nur meinen Vater, aber der hat kein irgendwie besonders radikales Männlichkeitsbild oder sowas, wie es jetzt war, als ich als Kleinkind hingefallen ist, weiß ich nicht. Dadurch, dass mein Vater alleinerziehend mit 3 Kindern war, bin ich auch sehr früh einfach sehr viel alleine spielen gegangen. So, wir haben in meiner Siedlung waren ganz viele Kinder in meinem Alter, so, ich hatte da meine Freunde, war mit denen von morgens bis abends draußen, hab Fußball gespielt, und die ganze Scheiße, die man halt so macht als Kind. So, ja, mäßig. Ich würde meiner Tochter wahrscheinlich auch sagen, sie soll nicht so rumheulen, wenn sie hinfällt. Also ich bin dann wahrscheinlich eher gegen Heulsusen, als das jetzt irgendeinem Geschlecht zuzuordnen. Weißt du, wie ich meine? Ja, aber oder vielleicht doch heulen. Ist vielleicht doch auch eine Lösung, wenn es ja, wenn es wirklich was ist, dann ja. Aber wenn es einfach nur so dann nicht. Kannst du, jammern ist nicht so, kannst du wahrscheinlich nicht so. Nee, jammern kann ich gar nicht leiden. Ja. Also ich bin jetzt überhaupt nicht so eklig, so schluck deine Gefühle runter, du bist ein Mann, so mäßig, aber ganz viele Sachen betrachte ich auch wirklich geschlechtsunabhängig. Also jammern finde ich nie gut. Also ich finde das immer unattraktiv. Ich auch, ja. Und sich so einigeln und irgendwie zu erwarten, dass irgendjemand anderes für einen die Probleme löst, finde ich auch nie gut. So, und was ich bei Frauen am attraktivsten finde, ist immer sowas wie Selbstständigkeit. Und Humor und Intelligenz. Also, was ja theoretisch wahrscheinlich in so einer radikalen Auslegung eher männlich konstruierte Charakterzüge sind. Aber das sind die Sachen, die ich einfach generell bei Menschen am coolsten finde. Also ich kann mit Leuten, die viel rumjammern oder die so in Selbstmitleid versinken. Ich meine jetzt nicht so pathologische Depressionen oder sowas, ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber einfach so Leute, die einfach nur so rumjammern und einfach so nicht für sich selber einstehen können und nicht ihre eigenen Probleme angehen, das finde ich immer scheiße. Geschlechtsunabhängig. So. In einem YouTube-Kommentar. Oh, das sind die Besten. Der soll man nicht so reden, Mann. Nein, in dem Fall ist es ein Interview gewesen, nämlich ein Interview, was du für den MDR gegeben hast, das YouTube-Interview, und hat einer geschrieben, Vater Lobrecht hat viel richtig gemacht. Smarter Typ mit Anstand und Herz. Oh, das ist ja lieb. Fand ich nämlich auch. Der liebste YouTube-Kommentar in der Währungsunion. Was war deinem Vater Frankie, glaube ich, ne? Frank Lobrecht, bester Mann. Was war dem wichtig? Was hat er dem mitgegeben? Worauf hat er geachtet? Boah, jetzt kann ich rückblickend überhaupt nicht mehr so beurteilen, aber was er da sagt, stimmt natürlich schon. Also viel von dem, wie ich bin, habe ich one way or another von meinem Vater natürlich. Manche Sachen waren halt aus der Not heraus. Dadurch, dass mein Vater halt 3 Kinder alleine großziehen musste als Witwer und halt auch nicht arbeiten konnte, also 10, 15 Jahre lang, weil er halt 3 kleine Kinder zu Hause hatte, musste ich halt sehr früh selbstständig werden. So. Ich habe sehr früh angefangen, mein eigenes Geld zu verdienen. Mit Jobs, also Nebenjobs, irgendein Quatsch halt. Das sind so Sachen, so Charakterzüge, die mir jetzt sehr helfen, die aus einer Not heraus quasi entstanden sind, weswegen ich auch immer sage, dass ich es rückblickend wirklich als Privileg betrachte, so unterprivilegiert aufgewachsen zu sein, wie ich es bin.
weil das einfach manche Sachen schult. Aber ansonsten ist mein Vater, auch wenn ich es als Jugendlicher und vor allen Dingen als Jugendlicher natürlich nicht so gesehen habe, aber einfach ein sehr aufrichtiger, anständiger Typ, der einfach Wert auf diese Sachen legt. So. Und der ist irgendwie cool und kommt so aus dem echten Leben. Also mein Vater, natürlich hatten wir viele unsere Streitigkeiten, aber der wusste schon bei vielen Sachen auch einfach, wovon er spricht. So. Und ein super Verhältnis zu meinem Vater, seit ich erwachsen bin eigentlich. Aber über was habt ihr denn so, wenn man so bei den Lobrechts jetzt am Tisch sitzen würde, beim Abendbrottisch, über was habt ihr denn gesprochen? Also meine Eltern haben erstmal über die Arbeit gejammert und haben sehr viel darüber geredet. Das ist so gut, das ist gut an einem arbeitslosen Vater. Genau, ja, deswegen frage ich. Also so das, über was habt ihr euch... Wir hatten wirklich meine halbe Jugend lang nicht so viel Draht zueinander. Ah, okay. Also ich war immer draußen, viel, dann später habe ich halt viel gekifft. So, mein Vater hat einfach, ich habe ganz viel Ärger in der Schule gehabt und bla bla bla. Bin auch von der Schule geflogen, musste auf der neuen Schule nochmal die Klasse wechseln und so eine Schoten. Und also mein Vater war irgendwie echt einfach, der war quasi einfach darauf bedacht, dass ich keine wirkliche Scheiße baue. Und ansonsten bin ich halt auch einfach ein krasser Dickkopf und habe mich halt auch wirklich einfach viel machen lassen. So. Und was würdest du sagen, also Frage jetzt von einem Vater, der auch ein bisschen Angst vom Jugendlichen hat, der im Teenageralter vielleicht ein bisschen zu dickköpfig sein könnte. Wenn es um dieses Anstand und Herz, das steht ja in dem YouTube-Kommentar drin. Ja. Wie hat er dir das, also das wird dem Vater zugeschrieben und das hast du ja auch bestätigt. Er hat es einfach vorgelebt. Also mein Vater ist einfach ein sehr genügsamer, anständiger, ehrlicher, aufrichtiger und herzensguter Mensch. Aber nicht sozusagen durch, Junge, wir setzen uns jetzt hin und ich erzähle dir was, sondern... Später erst. Also jetzt, man lernt seine Eltern ja dann nochmal ganz anders kennen, wenn man selber erwachsen ist. Mhm. Also so richtig krasse Gespräche mit meinem Vater hatte ich erst in den letzten 3, 4, 5, 6 Jahren, wo man so mehr auf Augenhöhe ist oder sowas. Und dann einfach mal sowas Vater-Sohn-mäßiges macht, wie ein Steak essen gehen oder so ein Scheiß halt, was wir früher halt nicht machen konnten, weil wir keine Kohle dafür hatten. Aber also es gab nicht so wie in so Filmen so diese eine Ansprache oder sowas. Es war einfach so, ich weiß es nicht, er hat es mir irgendwie mitgegeben und vermittelt. So. Aber du weißt nicht so richtig wie. Jetzt so aus dem Stegreif nicht, nee. Vielleicht auch schon viel als Kind, das kann sein. Weil als Kind waren wir noch Best Friends. Das war dann irgendwann so als Jugendlicher, es ging dann wirklich so mit 14, 15, 16, so das war 15, 16, 17, so das war echt eine Scheißzeit, da hatten wir wenig Kontakt. Und da hätte mir auch jeder sonst was erzählen können. Also da habe ich auch, das wäre eine interessante Frage, die du ihm mal stellen könntest. Ich kann mich auch an vieles nicht mehr erinnern. Ich habe auch wirklich viel gekifft und gesoffen und so in der Zeit. Ich würde sagen, das riecht doch nach einer zweiten Session mit Vater Frecki hier. Hm. Das fände ich spannend. Und unbedingt schon mal einen Podcast beim Vater machen. Ja, das machen wir doch, würde ich mal sagen, hier. Hand ist raus. Das kostet dann aber. Das kostet ein Steak. Das liefere ich als Vegetarier. Nee, und ich habe auch nach und nach einfach immer mehr Respekt für meinen Vater, für sein Lebenswerk halt bekommen. Je älter ich wurde und je mehr ich verstanden habe, wo er herkommt und wie Situationen für ihn gewesen sein müssen. So. Aber dieses Lebenswerk, also wenn... Also ich weiß nicht, ob Ihnen das unangenehm ist, wenn ich das jetzt erzähle, aber einfach so, mein Vater ist selber als halbweise aufgewachsen. Mhm. So, mein Vater ist mit 5 Geschwistern und seiner Mutter, die, als sie 6 Kinder hatte, also meiner Oma, als sie 6 Kinder hatte, war sie 24 und ihr Mann ist gestorben. Also sie war Witwe mit 24 und 6 kleinen Kindern. Die haben zu 7 in einer Dreizimmerwohnung sind die aufgewachsen in Neukölln. So, die Kinder durften alle kein Abi machen oder sowas. Sobald die 16 waren, sollten die eine Ausbildung machen, damit sie aus dem Haus können, damit meine Oma wieder ein bisschen mehr Raum und ein bisschen mehr Geld hat. Die sind halt wirklich in Armut aufgewachsen. Ja. Und sich dann da rauszukämpfen, so, mein Vater wollte immer Abi machen, der wollte eigentlich Lehrer werden, aber durfte es halt nicht. Er hat halt auf dem Bau gearbeitet, so einfach eine coole Zeit dann irgendwann auch gehabt, weil man hat früher in West-Berlin in den 80ern einfach wirklich Kohle verdient noch, konnte geil wohnen und irgendwie Berlin war so ein einziger Vergnügungspark.
dann lernt er irgendwann eine Frau kennen, kriegt 3 Kinder, heiratet, ist glücklich und dann stirbt sie so. Und dann ist er auf einmal, also einfach so, was der Mann erlebt hat, das ist unglaublich. Und wie der es geschafft hat, dass aus uns 3 Kindern allen was geworden ist, so, das ist auch unglaublich. Und das sind so Sachen, die verstehst du nicht mit 17, wenn du destruktiv und nervig bist. Aber das verstehst du irgendwann. So. Und ja. Ich stelle mir das gar nicht so einfach vor. Also gerade auch in was, wenn man drüber nachdenkt, woher du kommst, also aus Neukölln, und wenn es dann und wenn das so männlich ist, was ich, und du hast ja schon gesagt, ne, wir Männer sind vielleicht einfach ein bisschen, wie hast du es gesagt, nicht rangliger, hast du nicht gesagt. Aggressiver. Und auch nicht vielleicht, sondern safe. Und, also bin ich mir ganz sicher. Und es ja auch um Status geht, und wenn es Lebenswerk geht, dann geht es ja ganz oft um mein Haus, mein Boot, mein Job, meine Firma, mein irgendwas. Das ist zum Beispiel ganz kurz noch, sorry, dass ich unterbreche, aber jetzt fällt es mir gerade auf so. Also theoretisch bin ich ja mit einem ganz komischen Männlichkeitsbild aufgewachsen, weil ich kenne halt von draußen so halt diese Macho-Scheiße, aber zu Hause sehe ich, wie mein Vater von morgens bis abends den Haushalt schmeißt. Mhm. Also für mich ist ein Hausmann überhaupt nichts Fremdes oder Absurdes, weißt du, wie ich meine? Also das ist auch noch eine interessante, was weiß ich was, wie sagt man, Diskrepanz. Ja, sorry. Aber diese, das nämlich zu... Und jetzt komme ich hier wirklich, zum Beispiel, also ich habe 3 Tanten, und mit 2 von denen hatte ich mehr zu tun, mit einer richtig viel, weil die dritte Malerin? Tante, die ist, genau, meine eine Tante Ela, die ist Künstlerin, die ist Malerin, Kulissenmalerin vom Beruf, also damit verdient sie ihr Geld und selber macht sie halt einfach Kunst und malt Bilder und so ein geiles Zeug. Und die war immer eine unabhängige, starke, arbeitende Frau. So, und das war noch am ehesten meine weibliche Bezugsperson in meiner Jugend. Also verstehst du, was ich meine? Ich bin gar nicht so krass mit diesen klassischen Bildern aufgewachsen in the first place. Und deswegen gehst meine du Tante auch nicht war nach immer selbst gewählt solo, so, also die, aber nicht, weil sie keinen Abrieb, sondern einfach, weil sie unabhängig sein wollte, so mäßig, die hat immer gehasselt, so, die hat immer das gemacht, was sie wollte, hat immer Kunst gemacht und ist auf jeden Fall auch maßgeblich daran beteiligt, dass ich als Kind schon verstanden habe oder als Jugendlicher spätestens, dass auch Freiberuflichkeit und künstlerische Tätigkeit eine Berufsoption ist, weil ich habe ja gesehen, dass sie lebt. Also ihr ging es ja ganz gut so. Mhm. Die hatte eine coole Wohnung und hat irgendwie das gemacht, worauf sie Bock hat. So. Und war immer halt arbeiten. Ja. Das heißt deswegen, also weil du auch überhaupt nicht diese klassischen Bilder hattest, denkst du auch gar nicht in diesen Bildern. Nee, ich denke dann wirklich, und ich meine es nicht so hippie-mäßig, sondern also ich bewerte Menschen wirklich einfach danach, was ich an Menschen mag und was ich an Menschen nicht mag. Mhm, und nicht nach. Und deshalb bewerte ich auch bei Comedians, ob sie lustig sind oder nicht und nicht, ob sie braun sind oder weiß. Mhm. So. Nun, also du hast ja schon, wir waren beim Lebenswerk von deinem Vater. Was würdest du sagen, das Lebenswerk ist... Sind die Kinder? Also du und deine Geschwister? Wahrscheinlich würde er das so sehen, aber ich glaube, sein Lebenswerk ist einfach, dass es ihm gut geht, dass er 3 Kinder großgezogen hat, denen es gut geht. Und das mit sehr schwierigen Startvoraussetzungen und sehr üblen Schicksalsschlägen auf dem Weg. Also sein Lebenswerk ist es, dass er sich nicht hat unterkriegen lassen. Das ist es, das ist das Lebenswerk. Wahrscheinlich mag ich deshalb auch Leute nicht, die jammern. Mhm. Weil ich mir denke, so, ey, wenn der Mann das geschafft hat, so, dann kannst du ja jetzt wohl hier mal aufhin zu jammern mit deinem Quatsch da, Alter. Ja, das ist schön, finde ich, weil das so ein auch so diese, also das kennst du ja auch, ne? Also das habe ich auch von meinem Vater gelernt, halt implizit, so, dass es halt immer weitergeht. Also du musst halt einfach weitermachen. Vom Nichtstun und sich wegigeln, wird nichts besser. So, du musst halt irgendwie selber was machen. So. Ja, aber wir werden ja, also auch, du lebst das ja auch ein bisschen vor und hast auch schon ein paar Mal gesagt, so, wir leben ja in einer Welt, in der es darum geht, mehr von den Dingen, die wir messen können, im Sinne von 500 Besucher, 1000 Besucher, 10.000 Besucher, 15.000 Besucher, mehr Hörer,
mehr Kohle, mehr irgendwas. Und das sind ja so ein, also das sind ja auch Werte, nachdem unsere Welt sozusagen, in der wir so sind, aufgebaut ist. Mhm. Und wenn man sich, und dann sagt man, ja, okay, jetzt spiele ich hier in der Mercedes-Benz Arena, wenn jetzt nicht Corona wäre. Und das fand ich so spannend an dem Gespräch, was ich mit Luke Mockridge hatte. Ja. Dann sagte er dann, ja, okay, ich habe dann diese Tür aufgemacht. Ja. Und da war nichts. Da waren nicht irgendwie, ich wollte immer dahin, ich wollte immer diese Top of the Pops sein und bin ich Top of the Pops und da ist nichts. Und da ist nicht nichts, da ist nur nicht das, was man sich vorgestellt hat. Und vor allen Dingen, also warum ist Frühling die geilste Jahreszeit? Weil du den direkten Kontrast zum Winter hast. Mhm. Und eine Karriere auf Luke-Level ist Spätsommer. Da hast du schon 4 Monate schönes Wetter hinter dir, da weißt du es gar nicht mehr zu schätzen. Mhm. Du siehst, du hast diesen Kontrast nicht mehr. Du hast ja nie diesen Moment, wo du aus dem kleinen Comedy-Club auf einmal in die Benz World gehst, sondern du hast zwischendurch 6 Jahre Tour und bist bei dem ganzen Weg dabei. Und jede kleine Steigerung fühlt sich an wie ein konsequenter Schritt oder ein konsequentes Ergebnis deiner vielen Arbeit. Das heißt, auf dem Weg dahin verdienst du schon immer mehr Geld und gewöhnst dich langsam daran, mehr Geld zu haben und so. Also du hast nie diesen Kontrast. Verstehst du, was ich meine? Mhm. So. Und ich glaube, das ist es. Da ist nicht nichts, da ist nur nicht das, was man sich einerseits vorgestellt hat, und es fühlt sich nicht so an, wie man sich das mal vorgestellt hat, weil man sich in dem Moment, wo man sich das vorstellt, noch an einem ganz anderen Ort ist. Wenn du von diesem Moment, in dem du dir das erste Mal vorstellst, am nächsten Tag auf einmal dann wärst, dann hättest du genau den Effekt wahrscheinlich. Aber nicht, wenn zwischendurch 6 Jahre, 8 Jahre, 10 Jahre Tour stecken. Mhm. So. Der erste Mal 22 Grad im April. Das ist geil. Nicht 37 Grad am 29. August. Das ist ein schönes Bild, was ich hier male. Das ist ein sehr, sehr schönes Bild, Mensch. Ich bin auch stolz gerade. Mensch, also ich. Ich auch. Und was auch krass ist, das merke ich auch an mir selber, ist so, obwohl, also es gibt ja Glücksforschung, so, es ist ja ein Forschungszweig, und Glücksforschung kommt eigentlich immer zu denselben Ergebnissen, nämlich das, was wirklich glücklich macht, sind eben nicht die Sachen, die alle, wenn man sie fragt, was wollt ihr haben, um glücklich zu sein, haben wollen, nämlich Fame und Money, sondern es sind immer so diese urmenschlichen, ganz bürgerlichen, kleinen Sachen, sowas wie Sicherheit macht glücklich, Familie macht glücklich, Freunde machen glücklich, irgendwie sich selbst verwirklichen macht glücklich. Da kommt ja das Wort Geld nirgendwo drin vor. Ja. Natürlich finanzielle Sicherheit, ab einem gewissen Punkt ist, also bis zu einem gewissen Punkt macht mehr Geld schon wirklich mehr glücklich. Aber das ist abnehmender Grenznutzen. Also es hört irgendwann auf. Ich glaube, das ist ja sogar relativ klar beziffert. Also ich glaube, ab 4.000 Euro netto im Monat bringt jeder mehr verdiente Euro nicht so viel mehr Glück wie davor noch. Weißt du, ich meine? Und das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen einfach so eine Erkenntnis, die man dann irgendwie hat. So, ah krass, jetzt habe ich mir 10 Jahre lang den Arsch abgearbeitet und ich bin ja noch gar nicht glücklich. Mhm. Weil das gar nicht das ist, was glücklich macht. So. Hat dich deine Uhr glücklich gemacht? Für den Moment, klar. Und ich guck mir die immer noch gerne an. Ich mag die gerne, ja. Und ist dieses, also das ist für mich ja aus, ne, wir hatten es ganz am Anfang schon, Studio Braun, auch so Hamburger Schule, kommend musikalisch, also so Tokotronic und Blumfeld und sowas gehört, ist dieses ganze Status-Game ist für mich ja vollkommen, also wir hatten auch nichts, wo ich herkomme. Mhm. Kommst du aus dem Osten eigentlich? Ja, ich komme aus dem Osten. Kommst du her? Südbrandenburg. Ah ja. Und Cottbus? Nee, Elbe-Elster, also Elsterwerda. Ah ja. Und Grenze zu Sachsen. Und wir sind ja auch nicht irgendwie, also wir hatten auch keine weißen Sneaker. Ne? Und das, woher kommt das bei dir, dass du dieses Status-Ding so spielst? Also so. Na, ja, das ist halt so, das ist halt ein, also um jetzt mal hier da bei dieser Kontrast-Analogie zu bleiben. Also, das ist halt ein direkter Kontrast. Weißt du, du hattest vorher irgendwie irgendeinen H&M-Pulli und im nächsten Moment hast du einen Gucci-Pulli. Das ist ein ganz klarer Kontrast. Also ja. Das ist ganz klar ein erfahrbares Level drüber. Und, ja, ansonsten brauchen wir auch nicht so tun. Also ich bin einfach krass Hip-Hop-Influenced. So, ich bin auf Hip-Hop hängen geblieben, seit ich 10, 11 bin. So. Da spielt es auch einfach eine große Rolle. Ich habe mich schon immer für Klamotten und Sachen interessiert.
So, ich hatte einfach auch so Komplexe mit mir selber, weil ich halt nicht so krass die coolen Klamotten irgendwie immer hatte, so in meiner Jugend oder so. Oder wenn, dann vielleicht hatte ich einen coolen Pulli und den habe ich dann totgerockt oder so. Und dass ich dann das mir auf einmal leisten konnte. Und ab dem Moment, wo ich es mir dann jetzt wirklich leisten kann, habe ich es am Anfang halt wirklich totgerockt. Und das hat sich jetzt aber auch wieder mehr oder weniger so eingepegelt. So. Also es ist doch immer so, also du hast immer so Ausschläge in so Extremrichtungen und dann irgendwann pegelt sich das dann irgendwann ein, im Optimalfall. Und manche Sachen mag ich, finde ich cool, dann hole ich sie mir. Und andere Sachen, ich würde mir jetzt nie irgendwas Teures kaufen, was mir nicht gefällt, nur damit ich es habe, weil es teuer ist. Also, weiß ich meine. Ja, ja, also das, also es gibt ja dann die... Also Statussymbol ist immer, also impliziert für mich immer ein bisschen auch, dass du es auch nur dafür hast. Verstehst du, was ich meine? Das stimmt. Und Statussymbol hat auch immer ein bisschen was mit nach außen zu tun. Also manche Sachen macht man auch einfach für sich selber so. Also mein größtes Statussymbol, was ich besitze, für mich ist mein Bett. Ist das dieses Drake-Bett? Weiß nicht, was Drake für ein Bett hat. Es gibt auch dieses, der singt auch da in Hotline Bling, singt er von diesem Bett. Ah ja. Was Pferdehaar oder irgendwas. Ja, ja. Also, weiß nicht, aber auf jeden Fall. Wie viel Geld hat's gekostet? Müssen wir nicht sagen, aber auf jeden Fall. Also dieses Drake-Bett hat, glaube ich, 50.000 Euro gekostet. Naja, dann war meins auf jeden Fall nochmal ein Schnuff billiger. Aber meins auf jeden Fall nochmal ein Schnuff teurer, wäre besser gewesen. Witziger gewesen, ja. Ja, nee, aber also das ist für mich ein Statussymbol. Und das zeige ich ja niemandem. Aber also das sind so diese Sachen, die ich mir dann einfach so gönne für mich selber, die ich irgendwie geil finde. Und natürlich, ich mag einfach coole Klamotten, also brauche ich gar nicht groß drum rumreden. Und ich finde es auch cool, Klamotten zu haben, die nicht jeder andere auch hat. So, das ist bei teureren Klamotten halt oft der Fall. So. Ich fand es einfach so ein, also ich glaube, definitiv ist es so, dass du in ärmeren Verhältnissen aufgewachsen bist als ich. Also ich bin, also vollkommen klar, aber durch Osten hatten wir ja im Grunde andere Mentalität auch. Andere Mentalität, aber ich bin eben mit dieser Art von Musik aufgewachsen und du mit der anderen Musik. Ah, ja. Und was diese allein das macht, also wie wichtig es ist, wenn du, was du mit 12 bis 17, keine Ahnung, was du da auch so siehst und was auf dich abfärbt. Wobei dieses Gucci Louis Rolli Ding, das gab es damals noch gar nicht so sehr. Also früher war Deutschrap, den ich gehört habe, der war ja eher so Straße mäßig. Also Agro, ne? So Agro Berlin halt, so diese Zeit. Und der Ami-Rap auch eher so, beziehungsweise dafür war mein Englisch auch zu schlecht, um jetzt wirklich zu verstehen, ob die da gerade von irgendwelchen Designer-Klamotten rappen. Mhm. Also das war gar nicht, das war glaube ich gar nicht so sehr das Ding, aber durch Hip-Hop und Rap habe ich angefangen, mich für Klamotten zu interessieren auf jeden Fall, weil man früher auch noch viel MTV geguckt hat, wo es auch noch Musikvideos gab und so, und einfach coole Klamotten fand ich cool und wusste, okay, dieses T-Shirt, was Nelly da anhat, könnte ich mir niemals kaufen, so könnte ich mir niemals leisten mäßig. Dann sind Klamotten in Berlin, in der Zeit, in der ich aufgewachsen bin, war noch einfach irgendwie so ein Statement, so mit einem Zeichen auch, wo du herkommst. Also es gab so diese klassische Anfang der 2000er West-Berlin-Uniform, so Picaldi-Hose, Air Max-Schuhe oder Reebok Classics, irgendwie ein Colucci-Sweater oder ein Diesel-Sweater und irgendwie eine Cordon-Bomberjacke, so Boxerschnitt. Also es gab schon so ein ganz klares Outfit einfach und waren dadurch auch immer so ein cooles Identifizierungsmerkmal, wenn man mal außerhalb Berlins war oder sowas, weil du wusstest, Picaldi-Hosen gibt es nur in Berlin. Das ist ein Statement, ich bin Berliner, also ich komme aus da und da. Also und da muss man auch ganz klar sagen, Alter, es war auch früher so, wenn du halt irgendwie so auffallend andersrum gelaufen bist, dann warst du auch ein Opfer einfach. Also dann war es way more likely, dass du auf die Schnauze kriegst oder abgezogen wirst, als wenn du irgendwie halt so rumrennst wie die Leute, die damals die coolen waren. So. Deswegen dann auch, was du sagtest, das mit dem Haarschnitt. Ja, ja, klar. Und ich fand diesen Style auch sehr ästhetisch und finde ihn auch nach wie vor, also ich will jetzt keine Picaldi-Hosen mehr anziehen, aber ich habe immer noch oder jetzt wieder halt die Haare so wie früher mehr oder weniger halt ein bisschen sauberer geschnitten, weil ich so früher selber geschnitten habe. Aber ich mag auch die Ästhetik, aber worauf ich hinaus will mit dem ganzen Grind ist, dass ich
mich schon immer für Klamotten interessiert. Mhm. So. Und jetzt, wo ich mehr Geld habe und mir mehr kaufen kann, Sachen, die ich mag, auf die ich nicht erst noch. Ich habe mal fast ein Jahr lang auf so eine Leder-Bomberjacke gespart von Devin. Die hat 160 Euro gekostet. Habe ich mir im Shooters, hieß der Laden, ich weiß nicht, ob es den noch gibt. Shooters auf der Karl-Marx-Straße in Neukölln geholt. Aber ich stolz wie Bolle drauf. Gibt es etwas, worauf du jetzt noch sparst? Nee, weil ich gar nicht so diesen krassen ökonomischen Drive irgendwie gerade hab, irgendwie mäßig. Also, weißt du, ich meine, diese Geschichte, wegen der wir angefangen haben, über das ganze Thema hier zu reden, so dieses, dass Geld alleine nicht glücklich macht, das stimmt schon. Geld macht glücklich her und nimmt einem einen Haufen Probleme weg, aber ab einem gewissen Punkt ist jeder verdiente Euro jetzt nicht gleich viel mehr Glück. Aber du hast ja auch diese Verlustangst, das hatten wir ja schon, ne? Das ist nicht so ökonomisch. Also ökonomisch, so Zukunftsängste ökonomisch gesehen hatte ich nie. Okay. Auch früher nicht. Ja, weil ich habe mich gefragt, weil das, also eigentlich, wenn du, ne, weil du auch sagtest, du hast es nie als Armut empfunden und eigentlich als Privileg, so aufgewachsen zu sein, im Nachhinein, rückblickend. Also in dem Moment fand ich es schon auch scheiße einfach, ja. Aber, ja. Das heißt, für dich ist auch. Also diese Verlustängste beziehen sich eher auf so, ja, was weiß ich was, also dass ich mir nicht von irgendwem sagen lassen muss, was ich jetzt als nächstes zu tun habe, sondern ich bin mein eigener Chef. Ja. Dass ich theoretisch jeden Tag ausschlafen kann, wenn ich will. Mach ich nicht, aber kann ich. Ich könnte jeden Tag so lang schlafen, wie ich will. So, ich kann auf Arbeit immer anhaben, was ich will. Aber ist es, also dieses Ausschlafen, ja? Also ich kenne das genauso wie du. Und am Ende denke ich aber, es hat mir neulich jemand gesagt, naja, du bist doch eigentlich am Ende einfach nur dein eigener Angestellter. Und dann meine ich, ja. Und meinte, ja, du stehst ja trotzdem, also so, du könntest auch ausschlafen und du stehst trotzdem irgendwie um sechs auf. Und ja klar, es schließt sich ja nicht aus, aber es ist doch so, ist doch nett zu wissen, dass man nicht muss. Ja, aber selbst wenn man, also man könnte, aber man macht es nicht, ich weiß nicht, ob man da nicht auch so ein bisschen eigentlich ein Opfer ist. Ja, aber du sagst es dir selber und nicht irgendjemand anderes. Ja, das stimmt. Das ist schon krass. Das ist ein Unterschied. Hey, das stimmt. Aber es ist. Ja. Oder auch so, also das zu verlieren, davor habe ich Angst. Oder dass ich meinem Vater eben nicht irgendwie monatlich Geld überweisen kann, um ihn finanziell zu unterstützen. Oder, also ich habe ja auch Mitarbeiter und so, die einfach davon leben, dass sie bei mir arbeiten. Und das freut mich und ich will, dass sie das auch weiterhin machen können. Und also diese Möglichkeiten zu verlieren, davor habe ich viel mehr Angst, als jetzt, ob ich jetzt, was weiß ich was, mir in zwei Jahren nicht irgendeine neue Uhr kaufen kann oder so ein Quatsch. Du hast, du hast ja schon von diesem Schulwechsel erzählt und ich habe dann irgendwie gelesen oder weiß ich auch nicht mehr, ob er gehört, dass du auf die neue Schule gekommen bist und direkt das Klo vollgetaggt hast. Und, nicht direkt, aber ja. Und und dein Vater kommen mit dir dann das Klo streichen musste. Ja. Dazu habe ich zwei Fragen. Die erste Frage von meinem Sohn. Hast du das mit Wachsmalstiften gemacht? Nee, mit Edding. Ich habe ihm das heute früh erzählt, dass ich dich treffe und dann hat er mich gefragt, was ich denn so wissen will von dir und dann habe ich diese Geschichte erzählt und dann sagt er, mit Wachsmalstiften? Aber die eigentliche Frage war nämlich, du der Einzige warst in der Familie, der so viel Ärger gemacht hat? Nee, mein Bruder auch. Mein Bruder hat anderen Ärger gemacht. Meine Schwester gar nicht. Ich glaube, weil die auch gesehen hat, wie fertig mein Vater irgendwann war mit uns zwei Nervbacken. Mhm. Die hat wirklich nie Probleme gemacht. Die war immer lieb und nett und auch witzig und hat so durchgezogen. Die schreibt gerade ihre Masterarbeit in Literatur und Kunst und so. Die hat wirklich durchgezogen. Aber mein Bruder und ich haben meinem Vater schon viele Kopfschmerzen gemacht. Und warum? Warum? Ja, ich habe das nicht verstanden. Also naja, es ging ja nicht darum, meinem Vater Kopfschmerzen zu machen, sondern das, was wir gemacht haben. Aber du hast ja schon wirklich Ärger gemacht. Ja, aber das, was wir gemacht haben, oder ich kann jetzt nur von mir reden, das, was ich gemacht habe, das habe ich ja nicht gemacht, um meinen Vater zu ärgern, sondern das war halt das, was ich machen wollte. Und as it happens, war das aber irgendwas, was ihn geärgert hat. Also das ist ja schon eine Ursache, Wirkung, Verkehrung. Aber ist das dann? War ich einfach ein Idiot? War halt einfach ein Chaot, war schon immer sehr
sturköpfig, hatte immer ein Problem mit Autorität, war immer so ein Hirni, hatte immer viel Energie. Aber dieses Klo, also es ist sehr lange her, aber hast du das gemacht, um zu sagen, euch zeige ich's? Das weiß ich gar nicht. Aber so, also sowas zu machen, ist das so? Das war einfach so gaga, also ich fand es halt. Du bist ja alleine, offensichtlich hast du es alleine gemacht, alleine im Klo. Irgendwie ja, aber das ist ja einfach nur, also irgendwie irgendwelche Wände vollmalen oder sowas. Also ich glaube, das hat fast jeder Jugendliche gemacht oder zumindest jeder den du Jugendliche kennst in Berlin, der mal irgendwie was auf sich gehalten hat. Er hat immer so ein bisschen rumgetaggt und so ein bisschen Quatsch gemacht. Also das war ja auch wirklich, das war dann eine Sache, die eine wirklich größere Konsequenz hatte, weil ich dann nochmal die Klasse wechseln musste und weil mein Vater da halt so rein involviert war. Aber das war jetzt eigentlich von den Sachen, die ich gemacht habe, fand ich eigentlich eher harmlos. Also es waren auch nie so die großen, schlimmen Sachen. Ich war halt einfach, ich habe einfach wirklich mir nichts sagen lassen. Ich war immer anti. Und wenn man so mit seinen Freunden, Klassenkameraden irgendwas ausgemacht hat, habe ich das auch immer durchgezogen. Er hatte nicht so Angst vor Konsequenzen. War immer irgendwie ein kleiner, blonder Junge, der umgeben war von Jungs, die in seinem Alter meistens größer waren als er und meistens schwarze Haare hatten. Und hat halt einfach so meine Komplexe mit mir deswegen so. Und wollte halt einfach kein Opfer sein. Aber war das dann so ein, sorry, dass ich da auch so rumhacke, ich versuche es einfach nur so, also ich bin mal von zu Hause abgehauen, weil ich keinen Ärger haben wollte. Mhm. Und so, weil ich Angst vor der Auseinandersetzung hatte, wenn man so will. Und ich habe aber nie so im Sinne so gestört oder irgendwas kaputt gemacht oder so. Mhm. Also das ist ja wirklich so Vandalismus und das ist ja irgendwie so, ist es dann gegen diese Autorität sein oder ist das Anerkennung haben wollen von den anderen, dass man so tough ist und sowas macht? Oder also dieses Ding in particular, auf dem du hier gerade so rumreitest, das war für mich wirklich so unbedeutend und egal, dass ich da gar keine Erinnerung habe. Nein, aber so generell, also das muss auch gar nicht sein. Es war so ein Cocktail aus allem. Also ich hatte einerseits, wie gesagt, ein Autoritätsproblem. So, ich wollte mir nichts sagen lassen und lass mir immer noch ungern was sagen, ehrlich gesagt. Außer von Leuten, wo mich deren Meinung wirklich interessiert und die nicht einfach qua Funktion irgendwie eine Gewalt über mich haben. So. Ja, und wie gesagt, ich wollte einfach kein Opfer sein. Und als blonder Junge in Neukölln bist du tendenziell ein Opfer. Hast du dich in diesen vielen Gesprächen mit deinem Papa irgendwann bei ihm entschuldigt? Ich glaube nicht. Aber ich glaube, das braucht es auch nicht. Aha. Weil der hat mich ja auch verstanden. Also der weiß ja auch, dass es auch für mich nicht einfach war. So alles. Beziehungsweise auch, dass ich ihm nichts Böses wollte oder sowas. Also er hat sich ja auch nie bei mir entschuldigt. Also trotz allem, dass er ein super Vater war und so, hat er auch Fehler gemacht. Und dafür erwarte ich aber auch keine Entschuldigung oder sowas. Es war ja nie irgendwas Unverzeihliches. Es waren einfach nur Vater, Sohn, beide irgendwie in ihrer Sicht gefangen, beide manchmal sehr sturköpfig und konfrontativ, die dann so aneinander geraten. Also es war jetzt nichts nicht Normales, sagen wir mal so. Also nichts, was jetzt irgendwie noch so ein krasses, klärendes Gespräch irgendwie erfordert, mäßig. Aber halt, je mehr man redet und je mehr ich meinem Vater meine Sicht damals erzählt habe und er mir seine, also umso mehr versteht man sich ja dann auch einfach und kann das Verhalten des anderen besser nachvollziehen, sodass es dann auch gar keine Entschuldigung mehr bedarf, wenn man es verstehen kann, so warum er das so gemacht hat. Mhm. Du hast ja dann mit 13, 14 angefangen zu pumpen, wie du gesagt hast mal. Ja. Im Keller. Vom Kumpel, ja. Und hast du das für die Männer gemacht oder für die Frauen? Alle Männer geben Pumpen für Männer. Jeder, der was anderes sagt, lügt. Ja. Ich hatte mal so einen Joke, irgendwie irgendwelche Bros gehen 4 Jahre, trainieren 4 Jahre auf Masse, nur damit ihm am Ende ein anderer Mann sagt, stabiler Lat, Bro. Also ich habe mal angefangen mit Fitness, habe ich tatsächlich wegen einer ProSieben-Sendung, die es, glaube ich, immer noch gibt, aber früher auch. Und da hat der 12-jährige Felix irgendwie aufgeschnappt, Frauen stehen auf Sixpacks.
Dann hat der 12-jährige Felix angefangen, Sit-Ups zu machen. Also es war immer so beides. Also ich wollte halt irgendwie ein bisschen, ich war halt wirklich war ein bisschen so ein Spätzünder. So, ich sah sehr lange sehr jung aus, bin eigentlich auch ein ziemlicher Lauch. So, ich bin sehr dünn gewesen. Also dünn und klein, sah jung aus, war blond. Und natürlich war so ein bisschen Pumpen einfach, um nicht mehr ganz so lappig auszusehen einerseits. Und andererseits war natürlich trotzdem auch der Nebeneffekt, dass ich bei TAF aufgeschnappt habe, dass Frauen auf Männer mit Sixpacks stehen. Und man hast du das erste Mal gemerkt. And they do. Spaß. Ja, maybe. Also was würdest du sagen? Stehen Frauen auf Sixpacks oder nicht? Ich glaube immer weniger. Also je älter die werden, umso weniger. Aha. Frauen sind viel weniger oberflächlich, als man denkt, glaube ich. Also ich glaube, es ist viel wahrscheinlicher, dass eine sehr hübsche Frau sagen wir mal, einen Freund hat, bei dem man überrascht ist, dass es ihr Freund ist optisch, hat, als umgekehrt. Mhm. Also ich glaube, kein Mann, der umwerfend aussieht, oder ganz wenige, haben dann so eine Freundin, wo man sich wirklich fragt, so, echt, ja, krass. Ich glaube, Frauen achten auf andere Sachen mehr. Und Männer ab einem gewissen Alter ja eigentlich auch. So, aber ich glaube trotzdem, dass viele Frauen Sixpacks schon attraktiv finden. Aber ob das dann jetzt über, man findet den halt hot oder man bumst vielleicht einmal mit dem hinausgeht, so kann ich nicht beurteilen. Was finden die Frauen an dir gut, mit denen du näher zu tun hast? Tja, keine Ahnung. Ich glaube, Humor ist schon immer eine gute Sache. Aber das finden ja... Bitte? Das finden ja alle. Ja, ja. Also ja, das ist ja so sozusagen, das ist ja so ein bisschen... Humor ist auch wirklich eine der besten Soft Skills, die es gibt. Ja. Also ich würde allen Leuten empfehlen, Humor zu haben. Problem ist, das hat halt nicht jeder. Ja. Also Humor ist wirklich eine gute Sache. Wann hast du das erste Mal gemerkt, dass dein Lächeln eine ziemliche Granate ist und da bei Frauen ziemlich viel anrichten kann, im positiven Sinne? Das sagst du ja jetzt einfach so. Ich weiß es nicht. Also ich bin weniger eitel, als viele glauben, tatsächlich. Das glaube ich dir. Mhm. Aber trotzdem ist dann dieses Lächeln, ist ja, also ich kenne, sagen wir mal so, wenn es, du bist für mich, also weil wir haben ja schon das zweite Mal gehabt, deswegen finde ich auch fasziniert von dir, weil du die Männer, also du trägst ein Selbstbewusstsein mit dir rum. Also wenn man sich jetzt allein dein Instagram-Titelbild anguckt, wie du mit Oberkörper frei da sitzt und dann dein Sixpack so zeigst und dieses so, auch die Videos, die es gibt. Ich habe mir jetzt ja echt viel angeguckt und ich finde es wirklich absolut faszinierend, wie oft du oberkörperfrei da zu sehen bist. Naja. Und ich kenne das einfach überhaupt nicht. Also ich kenne das weder von mir natürlich, aber ich kenne das auch nicht. Ich habe eigentlich die meisten, sowohl Männer als auch Frauen, haben eigentlich Komplexe. Also Komplexe zeigen sich nicht, wollen auf jeden Fall immer so ein bisschen eher zu weitere Shirts tragen. Und das ist die bildhübschesten Frauen, die bildhübschesten Männer, alle haben irgendwie so ein Ding am Laufen, was irgendwie nicht stimmt. Und wenn man so dich anguckt, wenn man dann Instagram sieht oder das und die Videos. Ich hab zwei Oberkörperfreibilder im Internet, oder? Das kann ich mal nachgucken, aber. Ja, aber dann, also ob das jetzt, keine Ahnung, bei Hazel in dem Video ist, wo du dein Sixpack zeigst. So, ja. Es gibt ja noch die eine oder andere Thumbnail jetzt, mein Lieber. Aber das ist schon, also es ist schon faszinierend, dass da so, also. Ja, ich weiß jetzt nicht so richtig, ob das jetzt so krass viel mit Selbstbewusstsein irgendwie zu tun hat. Ich mache halt immer Sport, mein Leben lang quasi. Also bevor ich angefangen habe zu pumpen und so, habe ich Fußball gespielt. Also seit ich ein Kind mache, mache ich immer Sport. Und aber hast du dieses Selbstbewusstsein, also du hast ja ein Selbstbewusstsein, was das betrifft. Ja klar, ich habe trotzdem auch meine Komplexe, sowohl gehabt als auch immer noch. Also, aber hast du diese Art von Selbstbewusstsein, ist das irgendwie erarbeitet oder ist das schon immer so, also bist du schon immer so ein Dude gewesen, der so... Ich weiß gar nicht, ob ich so bin, ehrlich gesagt. Also man muss ja auch immer überlegen, in was für einem Kontext diese Videos, Bilder, was auch immer entstehen. Also
Also ich habe jetzt nicht die Kamera an, wenn ich mein T-Shirt wechsle. Auf meinem eigenen Kanal. Ja, das ist richtig, aber diese Videos, also diese Videos entstehen immer in einer natürlichen Situation und im Optimalfall, wenn du sowas wie Backstage-Begleitvideos und sowas machst, hast du, also du, wenn du die ganze Zeit daran denkst, dass eine Kamera dabei ist, dann wird's komisch. Ja. Dann fängst du an, Sachen zu stagen. Und wenn du zum Beispiel bei meiner Backstage-Doku, 48 Stunden Backstage mit Felix Lobrecht, checkt sie aus. Das ist ein sehr gutes Ding, ja. Dankeschön. Da wurde ich halt von morgens bis abends 2 Tage lang mit einer Kamera begleitet. Wenn ich da die ganze Zeit daran denke, dass eine Kamera da ist und mich anders verhalte, dann ist es komisch. Das heißt, ich fühle mich da in meiner Routine und normal. Und es ist normal, dass ich oberkörperfrei in meinem Backstage rumlaufe oder esse. Verstehst du, was ich meine? Ganz genau. Und ich war früher Musiker und ich war an so vielen Backstagen, ich bin auf so vielen Festivals und ich kenne nicht diese Art von Freizügigkeit, was den Hauptcharakter betrifft. Deswegen ist das für mich so faszinierend. Also ja, wenn das dann ein Resultat von Selbstbewusstsein ist, dann ja. Trotzdem habe ich wie jeder andere auch ganz normal meine Komplexe oder Dinge, wo ich glaube, dass sie eine Problemzone sind. Diesen ganzen Gaga-Quatsch. Und ansonsten mache ich gerne Sport und ich finde sportliche Körper attraktiv. Also das machst du für dich? Klar, also ich fühle mich dadurch besser. Fühle mich besser, wenn ich fit bin und gut aussehe. Weiß natürlich aber auch, dass es auch dann irgendwie ästhetisch gefunden wird. Aber ich leite daraus jetzt nicht mein Selbstbewusstsein ab, würde ich sagen. Ja. Vollkommen das Selbstbewusstsein? Finde ich, dass ich so auffallend viel Selbstbewusstsein habe? So, ich weiß, was ich kann und ich weiß, was ich mache und was ich geschafft habe und noch schaffen kann. Und das ist in Ordnung, aber ich finde eigentlich nicht, dass ich so ein auffallend großes Selbstbewusstsein habe. So, ich finde, es hat ein okayes Maß. Also. Ich komme einfach aus Indiehausen, also deswegen ist es vielleicht, es wirkt das unter Umständen. Ja, es ist Indiehausen. Indiehausen nenne ich das jetzt mal. Ah ja. Ich bin, also wie gesagt, ich habe. Ach so, verstehe. So, ne? Also so, Lurchhausen. Ja. Also was ich vielleicht sagen kann, was immer als sehr angeberisch oder zu selbstbewusst wahrgenommen wird, ist so, dass ich, also ich eier nicht rum mit den Sachen, die ich hab und kann. Ja. Also, weißt du, wie ich meine? In Deutschland ist es einfach so ein Ding, ich mag das gar nicht, diese deutsche Understatement-Kultur, so alles so, ja, mama, so, also ich hasse es, wenn irgendwelche Stars, von denen, also, die ist übertrieben gesagt, die spielen gerade eine Show in einer Arena und tun aber so, als wenn sie kein Geld hätten. Also, weißt du, was ich meine? Also ich finde es so ein bisschen, also so eine krasse Zurückhaltung mäßig, so die so ein bisschen fake ist, finde ich immer so komisch. Also es ist doch völlig absurd zu glauben, dass jemand, der 4-mal die Woche im Fernsehen ist, so einer von uns ist, so nach dem Motto, weißt du, wie ich meine? Oder sich so gerieren zu wollen, als wenn man noch so der lustige, dicke Junge aus der Klasse früher war. So. Also nach der Show fährst du ins Fünf-Sterne-Hotel, ich weiß es. Also, tu doch nicht so, als wenn wir jetzt zusammen morgen im Lidl einkaufen, weißt du, wie ich meine? Ja. Das, und sowas wird dann oft irgendwie so als so angeberisch empfunden. Ja, also ich finde es auch gut, dass du das sagst, weil das ist natürlich, deswegen fällt das, glaube ich, auch so auf. Mark Forster hat bestimmt 30 Millionen auf dem Konto. Ja. Also weißt du, was ich meine? Ja, so. Ja klar. Also der ist keiner von euch, Leute. Der ist alles, was ihr seid, besser. Mal 30 Millionen. Mal 30 Millionen. Ja. Also weißt du, was ich meine? Ja. So, und das... Also Deutsche wünschen sich aber ihre Leute in der Öffentlichkeit manchmal so einer von uns. Das ist ja auch in Ordnung, aber also
Ne, deswegen hast du ja nicht, keine Ahnung. Also es ist ja nicht angeben, wenn ich sage, mein Podcast ist auf Platz 1. Es ist einfach so. Wenn ich danach gefragt werde, ja, das ist halt einfach so, was soll ich machen? Also, das ist ja, weißt du, ich meine, sowas wird aber als angeberisch empfunden. Also was ist? Ja, nee, es ist, glaube ich, es wird angeberisch empfunden, weil das andere, also ich meine, Herbert Grönemeyer, du siehst ja auch keinen Grips von ihm zu Hause. Ja, klar. Und das ist keiner, du findest ja kaum einen berühmten Künstler in diesem Land, der offen darüber reden würde und sagen würde, ich bin nur Rapper eigentlich. Nur Rapper. Also diese, ich bin Multimillionär und das sind ja, also die Abteilung Mark Forster. Und wenn du und ich fand das aber auch, das ist auch das Auffällige, weil wir es erst schon hatten, zwischen Luke und dir. Mhm. Ist, Luke hat so viel mehr Geld als ich. Ja, aber Luke kommt hier an im Vergleich, weil ich sehe es ja wirklich. Der sieht halt aus wie jemand, der gerade hier von der Uni kommt. Ja. Und sozusagen, also so dieses, auch dieses ein bisschen unrasiert und das T-Shirt, das hat auch schon eine Weile an oder das Hemd und das ist natürlich. Ich finde es auch cool, wenn das real ist. Ich finde es nur nicht cool, wenn es gespielt ist. Deswegen fällt es halt auf, wenn jemand da steht mit einer Rolex und einem fetten Mercedes zeigt und das nicht irgendwie so die meisten der Sänger von Unheilig, ja. Der ist, ich war auf einem Konzert, weil ein Freund von mir im Vorprogramm gespielt hat. Nein, und der hat ja immer so. Ich wollte gerade fragen, was da die Ausrede für ist. Ja, ja. Und der hat immer, das ganze Publikum war voll mit. Monis, sag's doch. Mit Monis. Und er ist aber halt mit einem Porsche vor die Bühne, also hinter die Bühne zum Backstage gefahren, ausgestiegen und auf die Bühne gegangen. Ja. Und hat dann aber so von diesen schwerfälligen Dingen gesungen. Und ich dachte, das ist wirklich richtig. Ja, genau, also ich kenne ja Luke. Mhm. Schöne Grüße an der Stelle. Shoutout an der Stelle. Der ist ja wirklich so, der macht sich wirklich nichts aus Geld. Und das, ja. Ist, ja, das ist dann auch cool. Also wäre das halt komisch, wenn der dann auf einmal so flexen würde. Aber so Leute, von denen du weißt, dass die sich gönnen, die dann aber in ihre Rolle schlüpfen, um den Leuten zu gefallen, sowas finde ich dann immer bisschen wack, weiß ich meine. Mhm. Also ich finde generell Authentizität währt immer am längsten. Auf jeden Fall, ja. Und ja, das ist eigentlich mein ganzer Punkt. Und ein Teil meines Charakters ist halt da manchmal so, dann ist es halt ein bisschen braggy oder ich bin auch manchmal einfach sehr, sehr direkt so oder was weiß ich was und das wird dann vielleicht manchmal als angeberisch oder als sehr großes Selbstbewusstsein oder Ego empfunden. Ich selber finde es eigentlich nicht so krass so mäßig. Es ist einfach so eine. Ich mag das. Also angeben mag ich trotzdem nicht. Ich mag keine Angeber. Ich mag ein gemischtes Hack so gern, dass es also diese, was man an euch beiden so merkt, an Tommy und dir, ist eigentlich so diesen. Du hast gar kein Problem, jemandem zu sagen, nein, möchte ich nicht. Ah ja. Und bei Tommy. Tommy hat ein Problem, das jemandem ganz deutlich zu sagen. Tommy ist sehr harmoniesüchtig, ja. Genau, und das ist, und das mag ich, weil es so ein, also weil ich bin auf jeden Fall auch pro Tommy, was das betrifft, weil ich dann auch mal denke, es tut mir leid, also und ich, es braucht richtig viel, um zu sagen, so jetzt aber nein. Ja. Und ich wäre auch manchmal ein bisschen mehr gerne so, weil das einem viele Sachen auch leichter macht. Macht einem auch viele Sachen schwerer, aber auch. Glaube ich auch. Leichter. Also ich finde dieses, du hast es mal gesagt, im Bezug, da ging es um Witze. Wenn man weiß, was die Haltung ist, dann kann man eigentlich jeden Witz machen. Ja. Und dann kann man sich auch verstellen in den Stimmen und in den Positionen und so weiter, wenn klar ist, dafür stehst du. Und ich finde, das ist auch, so ist es auch mit Absagen, finde ich, oder mit klar sagen, wofür man steht. Das heißt ja nicht, nur weil ich absage, dass ich dich doof finde oder dass ich dich für was Besseres halte, sondern einfach, ich bin einfach klar, aber ich mag dich ja trotzdem. Passt mir gerade nur nicht. Ja, ja. Und das finde ich schon auch, und das ist sehr, sehr ungewöhnlich, das ist sehr wirklich undeutsch, finde ich. Das erlebt man ja, also viele Leute machen ja einfach irgendwas dann. Das ist witzig, weil wir gerade kurz von Luke gesprochen haben. Luke hatte mich mal für eine Sache angefragt, so ganz nett, dann habe ich gesagt, nee, sorry, kein Bock drauf. Und dann hat er gesagt, schade, und dann hat er sich bedankt dafür, dass ich das so gesagt habe und dass ich nicht so rumeier. Ja. Er war so, nee, sorry, kein Bock drauf, mach kein Fernsehen oder irgendwie sowas. Ja. Jay-Z. Ah ja.
Mit Jay-Z nicht viel zu tun, außer dem Tattoo. Das macht kein großes Thema auf, aber sag. Nee, es ist ein Song, ja, den du tätowiert hast. Das ist der Titelsong. Ja, genau. Und du hast mal gesagt, dass dir dieser Song sehr gut gefällt und dass dir der Text sehr gut gefällt. Mhm. Und ich zitiere. Ah ja. Do I find it so hard when I know in my heart I'm letting you down every day, letting you down every day. Why do I keep on running away? Naja, das ist die Sample. Das ist das Sample, ja. Und für Menschen, die sich tätowieren lassen, dem bedeutet der Song ja offensichtlich auch einiges. Und, ach geht, ich bin da gar nicht so krass dogmatisch, aber sag. Ich habe mich gefragt, wovor du wegrennst. Ah, das ist zu viel für einen Podcast. Okay. Ja, Punkt. Punkt, ja. Ja. Danke, Luke. Ja. Felix, fahren wir den, du hast erst gesagt Kahn, wie hast du es genannt? Du hast irgendwie ein Bild gehabt. Ich hatte vorhin was mit rausrudern. Mit rausrudern. Gar nicht erst rausfahren. Ich überlege gerade, ob noch irgendwas Spannendes vergessen haben. Also ich habe nachher noch 3 schnelle Fragen für das Ende, aber was steht für dich jetzt an? Also was ist so dein... Ich habe keine Ahnung, Mann. Ich bin so genervt von der... das Gesicht. ich bin so genervt von der Situation. Also wirklich, hier Maßnahmen. Ich bin bei allem dabei. Lass mich auch hier von all den Argumenten überzeugen und so. Aber es ist so nervig trotzdem. Und was mich wirklich, wirklich nervt, ist, dass es einfach gar keine... dass man gar keine Perspektive gerade hat. Also man weiß gar nicht, was jetzt ist. Also diese ganzen Daten, die dann immer genannt werden, so wenn der Lockdown verlängert wird, so die nimmt man ja auch nicht mehr ernst im Sinne von, ja, als ob jetzt am 14. Dezember dann 14. Februar dann irgendwas anderes ist und bla 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 mäßig. Also das nervt mich gerade wirklich sehr. Eigentlich würde ich will eigentlich einfach nur an meinem neuen Programm arbeiten und auf Clubtour gehen, um die Tryout-Shows zu spielen und dann im Sommer auf Open-Air-Tour gehen und dann im Herbst ganz normal wieder die großen Shows machen. Also mit neuem Material, das wäre jetzt eigentlich das, was ich machen will. Was davon jetzt möglich ist, kann ich dir nicht beantworten. Wir machen im Sommer eine Open-Air-Tour, die wird wohl klappen. Ist halt nur wirklich fraglich, was ich dann da erzähle, weil ich ja gerade gar keine Möglichkeit habe, an neuem Material zu arbeiten. Tja. Das ist ein bisschen nervig. Ansonsten mache ich ein bisschen YouTube-Quatsch, ein bisschen Podcast-Quatsch und sitze hier meine Zeit ab, Alter. Also. Ist das, ich habe in dieser, was mich gewundert hat, ich habe während dieser ganzen Lockdown, was so entsteht, Zeit und auch wenn ich mit Kreativen, mit Künstlerinnen spreche, den wenigsten fällt gerade richtig was ein. Also die meisten haben irgendwie Probleme. Output braucht Input. Ja. Und wir haben gerade keinen Input, beziehungsweise alle denselben Input. Und das ist scheiße. Und das ist ja gar nicht mal so auf im Sinne von, man klaut sich irgendwas zusammen, sondern einfach, es ist so eine tote Zeit irgendwie. Ne? Man ist nicht. Ja, du erlebst Sachen, indem du was erlebst. Mhm. Und gerade erlebt halt keiner was. Und also Corona-Jokes wurden alle gemacht. Also ich glaube, ich habe einen, den es noch nicht gibt. Den mache ich dann irgendwann mal, aber. Ansonsten ist es halt wirklich, also alles so Thema Langeweile, Thema Zuhause bleiben, Thema Corona, kannst du alles vergessen. Alles sind ja gerade so die Sachen, die alle beschäftigen irgendwie mäßig. Aber es will auch niemand mehr wissen. Es will auch kein Mensch. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich würde auch Leuten davon abraten, jetzt irgendwie fett das Corona-Material zu schreiben, weil ich glaube, die Leute freuen sich eher drüber, mal nicht sich damit zu beschäftigen, wenn das endlich mal einigermaßen im Griff oder vorbei ist. Was ist das Erste, was du machen wirst? Auftreten. Ich werde an dem Tag, wo es wieder erlaubt ist, gehe ich zum Open Mic. War voll ärgerlich. So, wir waren im Herbst, gingen ja noch kleine Shows. Mhm. Und da haben wir halt wirklich so 3-4 Mal die Woche irgendwie bin ich aufgetreten. Und da kam auch wirklich jedes Mal irgendwie was Geiles Neues dazu und immer mehr und immer mehr. Da ist es gerade so richtig geil gewachsen, das neue Material. Und dann war auf einmal so ein Cut Open End und der ist immer noch Open End. Ich glaube, nicht mal nach dem ersten Lockdown bin ich so lange nicht aufgetreten wie jetzt. Ich glaube, mein letzter Auftritt war so, na, vor 3 Monaten ungefähr. Wie war das im, naja doch, beim ersten Lockdown waren es so 3 bis 4 Monate, also ungefähr. Ja. Ist auch voll nervig, dann wieder reinzukommen. Das ist ein ganz komisches Gefühl.
Das war auf einmal wieder ein richtiger Anfänger. Ja, ich finde das aber, wir haben über Helden auch schon so ein bisschen gesprochen, aber die haben ja alle irgendwann so, es gibt ja immer so einen Knick und es gibt Richtungswechsel und es gibt nochmal so was anderes und ich finde, das ist so, also so, ich habe, als ich Hype zu Ende geguckt habe und jetzt so die letzten Tage so dein Zeug reingezogen habe, habe ich so gedacht, ich bin voll gespannt, was jetzt passiert. Also das ist in irgendeiner Art, also dass diese Bremsung, die erste Vollbremsung ja seit vielen, vielen Jahren für dich ist und ich bin super gespannt, was du mit dieser Bremse machst und das ist, deswegen ist das künstlerisch, bin ich so als freudiger Beobachter, denke ich so, yes, ich bin da total gespannt darauf, also was da passiert. Ja, das ist cool. Ja, ich war auch wirklich zuletzt sehr zufrieden mit dem, was ich so an neuem Zeug habe, also neues Zeug macht immer mehr Spaß als altes, aber ich hatte von Hype auf Kenick hatte ich wirklich das Gefühl, dass alles aus Hype besser ist als alles aus Kenick. Und jetzt, ich habe ungefähr so 30 Minuten, habe ich schon wieder zusammen irgendwie an neuem Material und die finde ich eigentlich auch alle besser als alles aus Hype. Also das funktioniert schon. Ich würde jetzt einfach nur gern weiter dran arbeiten. So. Ja. Ich habe fürs Ende noch drei schnelle Fragen. Voraus. Also, was möchtest du gewesen sein? Was möchte ich gewesen sein? Ja. Ja, ein guter Mensch. Und ich würde mir wünschen, dass Comedy größer wird in Deutschland. Und da würde ich dann auch gern irgendwie einen großen oder guten Beitrag irgendwie zu geleistet haben wollen. Ja, und ansonsten, ja, ich weiß nicht, wär für meine Freunde gern ein guter Freund, für meine Familie gern ein gutes Familienmitglied, so mäßig. Ich frage am Ende meistens nur nach Buch, Film, irgendwas Tipps und vielleicht fällt dir was ein, was du, du nennst das immer, bei Gemischtes Hack gibt es immer, nicht Wiedervorlage, sondern Bezug. Bezugnahme. Eine Bezugnahme. Und vielleicht könnte das eine Bezugnahme auf unser Gespräch sein. Fällt dir da was ein, was sich Menschen danach hier angucken, lesen könnten? Ah. Vielleicht ein Buch, was dich sehr... Ja, eine ganze Menge. Also Bücher. Ich lese nicht so viele Romane. Ich lese eher so, Sachbücher im weitesten Sinne. Also es hat jetzt alles auf einer Metaebene so ein bisschen, bisschen verwandt mit dem, was ich hier so vor mich hinfasel. Aber ein Buch, was ich sehr gut fand, war Factfulness zum Beispiel. Mhm. Da geht es quasi einfach um eine datenfaktenbasierte Bestandsaufnahme vom Ist-Zustand der Welt. Weil wir dazu neigen, irgendwie zu glauben, dass alles immer schlimmer wird die ganze Zeit. Dabei geht es der Welt, ich meine, klar, Corona hat jetzt die Karten nochmal neu gemischt, aber bis vor Corona, sagen wir mal, geht es der Welt besser, als es ihr je ging. Allen Menschen auf der Welt. Nicht irgendwie 7 weißen Männern, sondern Armut gab es noch nie so wenig wie jetzt. Es gab noch nie so wenig Kindersterblichkeit. Es gab noch nie so wenige Menschen auf der Welt, die nicht lesen konnten. Es gab noch nie so wenige Mädels und Frauen, die nicht zur Schule gehen können. Also alles Schlechte gab es noch nie, war noch nie besser als jetzt. Mhm. Und irgendwie weiß das keiner, weil Medienlogiken so funktionieren, dass Negativität klickt. Und dadurch hat man das Gefühl, man ist permanent von Negativität umgeben und merkt gar nicht, dass es faktisch besser ist denn je. Also Factfulness fand ich ein gutes Buch. Utopien für Realisten schlägt so eine ähnliche Kerbe. Von Rutger Bregmann. Mhm. Von ihm ist auch Im Grunde gut. Das ist auch ein interessantes Buch. Da geht es quasi um was Ähnliches, nämlich dass wir, also eine politische Theorie baut ja quasi immer erstmal auf ein Menschenbild auf. Also du definierst immer erstmal ein Menschenbild, von dem aus du deine Theorie aufstellst. Und wir neigen dazu, ein sehr schlechtes Menschenbild allen unseren Theorien und Entscheidungen zugrunde zu legen.
Und Rutger Bregmann hat halt ein Buch geschrieben, das habe ich auch noch nicht fertig gelesen. Das heißt im Grunde gut. Und da geht es quasi darum, dass der Mensch eben nicht im Grunde ein schlechtes Wesen ist, sondern tendenziell eher ein gutes und das halt auch faktisch irgendwie belegt. So, beziehungsweise zumindest versucht es ein bisschen faktisch aufzuarbeiten, dass diese Intuition, dass Menschen irgendwie, also hier dieses, der Mensch ist dem Mensch sein Wolfmäßiger, dieses John Hobbes-Ding, dass das wahrscheinlich nicht so ist. Das fand ich noch spannend. Ansonsten habe ich neulich einen geilen Podcast gehört von Joe Rogan mit, mit so einem Professor, der ganz viel so zu Freedom of Speech und so geforscht hat. Wie hieß der denn nochmal? Oh, das fand ich auch spannend. Ira Glasser heißt der. Rogan und Ira Glasser wird er geschrieben. Und da geht es halt auch einfach um so dieses, um diese ganz schlimme, aber wichtige Auseinandersetzung mit dem Thema Rede- und Meinungsfreiheit. Und ich will es jetzt nicht irgendwie missquoten oder sowas, aber die Baseline ist, dass man, ob man will oder nicht, einfach alles sagen können muss. Weil eine Einschränkung davon früher oder später, also eine Einschränkung von einer Sache, gegen die man ist, führt früher oder später dazu, dass eine Sache, für die du bist, eingeschränkt wird. Also das ist einfach ein sehr, sehr, es ist immer eine Gratwanderung und es ist ja letzten Endes auch juristisch relativ klar definiert, was man sagen darf und was nicht. Aber das sollte nicht neu verhandelt werden. Aha. Mäßig. Und ist aber jetzt gar nicht so auf PC, Political Correctness oder so bezogen, überhaupt nicht. Die reden da eher so fast schon philosophisch auf einer Metaebene drüber. Der Typ macht halt sein Leben lang nichts anderes, als in diese Richtung zu forschen. Und so ein sehr angenehmer, älterer Mann, der da sehr wirklich cool erklären kann. Den Podcast fand ich noch cool. Ansonsten Arte-Dokus, SWR2-Wissen-Podcast, Gemischtes Hack, Hotel Matze, ihr wisst Bescheid, Alter. Und die letzte Frage, das hatte ich Tommy schon mal gefragt, ich weiß aber die Antwort nicht mehr. Das ist immer die letzte Frage. Ich habe eine große Plakatwand am Alexanderplatz. Imagination natürlich. Leider, meine ich. Und du darfst entscheiden, welches Wort für alle Berliner dort für eine Woche zu lesen sein würde. Was würdest du draufschreiben? Wann hängt es jetzt gerade? Zeitlos. Zeitlos. Absolut zeitlos. Wir haben noch keinen festen Hängetermin. Ja, sowas, so eine süße Antwort wäre jetzt natürlich, seid lieb zueinander. Aber vielleicht würde ich auch einfach schreiben, kauft euch Tickets für Felix Lobrecht. Nee. Ja, ich würde schreiben, kauft euch Tickets für Felix Lobrecht. Nee. Keine Eigenwerbung. Dann, keine Eigenwerbung. Ach, keine Werbung. Ja, dann, oder kommt mal alle klar, Alter. Oder macht mal alle, löscht Twitter. Das schreibe ich dahin. Löscht mal alle Twitter. Löscht Twitter? Löscht Twitter. Wow. So progressiv. Löscht Twitter. Ah, das ist auch noch ein sehr guter Talk. Tristan Harris und Joe Rogan. Da geht es um den Social Media Gaga. Also Tristan Harris ist einer von den Machern von The Social Dilemma, einer Doku, die ja auf Netflix auch absoluter Hit war. Und er ist einer von den Machern und redet da nochmal 2 Stunden viel detaillierter und so ein bisschen, ich mag immer so diese Netflix-Dokus, die sind mir immer so ein bisschen zu spektakulär alle. Aber halt, ich mag halt einfach so Gespräche, wo der dann wirklich so elaborieren kann, was er da, also was so seine Punkte sind. Und das ist wirklich was in einer Welt, wo Social Media so wichtig ist, gerade jetzt im Lockdown, wo Menschen wahrscheinlich noch mehr Handyzeit haben. Da ist es schon wirklich wichtig, eine Awareness zu haben, wie diese Apps funktionieren. Aber ich glaube, löscht Twitter ist eine gute Nachricht an Berlin. Den nehmen wir. Felix, ich danke dir, dass du, ich glaube, wir waren sehr, sehr unwitzig. Ja. Also das fand ich gut. Ja, ja. Ich danke dir. Wir könnten einen Frauen-Podcast starten. Tschüss. Das war Felix Lobrecht. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören.
Normalerweise sitzen wir, wenn ein Gespräch zu Ende ist, manchmal immer noch so ein paar Minuten hier, machen ein Foto, trinken noch einen Tee zu Ende. In dem Fall war es ein bisschen anders. Das Gespräch war zu Ende, Felix ist sofort aufgestanden, wir haben schnell das Foto gemacht, Fistshake sozusagen, und dann ist er abgedüst. Er ist auf jeden Fall ein sehr, sehr straighter Typ, der dadurch auch immer ein bisschen Distanz bewahrt, so Einzelkämpfertum, jemand, der sich durchboxt, habe ich da immer so ein Bild. Vielleicht liegt es daran, dass er auch so oft abgelehnt worden ist. Vielleicht hat sich das dadurch entwickelt. Wir haben ja drüber gesprochen, in der Schule, in der Uni, beim Job, in der Hochhaussiedlung, der Poetry-Slam-Szene. Irgendwie scheint das auch der Motor dafür zu sein, sein eigenes Universum jetzt aufzubauen, seine eigene Sache zu machen, sein eigenes Ding. Ich habe wirklich selten jemanden getroffen, der so eigenständig drauf ist wie Felix Lobrecht. Wäre sehr, sehr spannend, mit ihm und seinem Vater hier noch eine zweite Runde zu drehen. Wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich wie immer, wenn ihr sie einer Person weiterempfiehlt. Vielleicht kennt ihr jemanden im Freundeskreis, der oder die ein großer Fan von Gemischtes Hack ist. Freue mich sehr, wenn ihr die Folge einfach weiterschickt. Vielen herzlichen Dank an die Supporter Heinigen, Koro, BookBeat, für den Mix an Maximilian Frisch, für die Musik an Jan Köppen. Und normalerweise gibt es eine kleine Podcast-Empfehlung zum direkten Weiterhören. Ihr könnt ja vielleicht den Joe Rogan Podcast anhören, über den wir gesprochen haben. Ich packe den Link dazu auch in die Shownotes. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr euch bei meinem High-Five-Newsletter anmeldet. Den verschicke ich immer freitags mit meinen 5 Highlights der Woche. Das kann ein Buch, ein Film, ein Podcast, ein Zitat sein, irgendwas, was mich gerade beschäftigt. Immer freitags, meistens gut gelaunt. Den Link dafür, den packe ich auch in die Shownotes. Wir hören uns hier wieder am Sonntag. Da gibt es eine kleine Folge gut drauf, so ein bisschen mit neuem Rhythmus. Und ansonsten hier nächste Woche Mittwoch. Bleibt gesund, bleibt auf Abstand, geht viel spazieren, hört viel Podcast, Gemischtes Hack, lest das Buch von Felix Lobrecht. Bis dahin, euer Matze. Tschüss, tschüss.